Ein neues Video, ein Tag mit Katja Krasavice, wobei es ja eigentlich zwei Tage werden. Ja. Wir haben uns heute hier in Leipzig getroffen, weil das teilen wir ja so ein bisschen. Ja. Du hast großen Teile deiner Kindheit und Jugend hier verbracht, ich auch. Und wir wollen heute so ein paar Plätze besuchen, an die du natürlich sicher auch besondere Erinnerungen hast. Auf jeden Fall. Ja. Traurige Erinnerungen, krasse Erinnerungen, alles eigentlich. Ja. Alles und hier. Wir können eines, glaube ich, versprechen. Katja hat ja mit Sicherheit eine super spannende, interessante Geschichte. Und die wird sie mir vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen erzählen. Also viel Spaß beim Video. Hier bin ich mit meinem Minirock runtergekommen, bin hier durchgewatscht mit meinen High Heels und zur Schule gegangen. Man kann alles sehen, was es so aus meinem Körper gibt. Also es ist sehr freizügig, es hat Onlyfans. Dass ich entweder bekannt werde oder die Frau von einem reichen Mann. Parken war offensichtlich nicht so oft. Nein, Parken wurde mir wirklich nicht beigebracht. Ich habe irgendwie 500 Paar Schuhe. Das sind nur Schuhe, die ich gerade nicht geschafft habe aufzuräumen. Es gibt Wochen, da sage ich, oh, ich will schon gern irgendwie mal, wenn ich einen Partner habe, ein Kind haben, weil ich liebe Kinder so sehr. Also jedes Album, was du bisher gemacht hast, war auf eins? Genau. Aber warum rappst du im Sitzen? Ich finde es einfach bequemer. Hm? Katja, eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich dich sehe, wenn du natürlich auch so toll schick zurechtgemacht bist. Danke. Wie lange hat es gedauert? Es ist 14.30 Uhr. Ich bin aufgestanden um 7. Aha. Genau, seit um 7 am Machen bis jetzt. Krass. Also 7 Stunden. Okay. Dauert das jeden Tag so lange? Nein, sonst dauert es 3 Stunden. Knackige 3 Stunden. Das heißt, du brauchst immer 3 Stunden, um dich zurechtzumachen, bevor du aus dem Haus gehst? Ja, man muss ehrlich sagen, ich habe ja auch hier, das ist ja auch ein Teil hier in Leipzig, ne? Ich habe ganz viel Schlechtes erlebt. Ich wurde ja auch jahrelang gemobbt, für mein Aussehen auch, ob es meine Nase war oder meine Kleidung. Und ich glaube, das ist auch so ein Schutzschild. Ich will immer fresh sein, ich will immer gut aussehen, dann fühle ich mich gut. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Mobbing von früher zu tun. Aber ich bin auch eine Ostblockfrau, ich komme aus Tschechien. Ich mag das einfach auch. Mir macht das Spaß, für mich ist das eine Routine. Und andere sagen, oh mein Gott, wie machst du das? Ich stehe auch manchmal. Keine Ahnung, ich gehe einfach nur essen und dann sage ich, okay, ich stehe 3 Stunden vorher auf. So mache ich das einfach. Wow. Wie viele Menschen gibt es, die dich komplett ungeschminkt sehen? Viele. Also ich gehe auch ungeschminkt raus, so ist es nicht. Aber dann muss auch das geplant sein. Dann muss das Outfit dazu passen und ja, es ist sehr anstrengend. Der arme Mann, der mal mit mir zusammen sein wird. Ja. Oder das Frau, wer weiß. Also du steigst jetzt gleich richtig tief ein, weil die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Da reden wir später nochmal drüber. Ja, aber ist natürlich wirklich so. Ne? Also man muss ja ganz viel dann immer planen und sich überlegen, so was passiert da. Ja, da müssen auch Menschen mit umgehen. Ich bin sehr dankbar, dass mein Team, mein Manager und alle das so checken und fühlen. Und das muss man erst mal lernen. Ja? Mit Katja ist anstrengend. Das war auch bei vielen Fernsehshows so, die fangen ja natürlich dann früh an zu drehen, irgendwie um 7. Dann stehe ich auch mal um 2 Uhr früh auf. Wow, okay. Und dann ist schon so, fuck, wir schaffen das nicht. Ja. Wie alt warst du, als du nach Leipzig gekommen bist? Ich war, oh mein Gott, ich war glaube ich 12, so ungefähr, ja. Okay. 11, 12, wie geflüchtet, ne, von meinem Papa. Da warst du noch Katharina Vogel. Katrin. Genau, Katrin ohne Haar. Ne? Da warst du Katrin Vogel noch zu der Zeit. Katrin ohne Haar. Ja. Wann wurdest du dann zu Katja? Katja war ich schon relativ früh, ich glaube mit 13, 14. Ich habe mir einen Facebook-Account gemacht und ich habe gesagt, ich möchte hier was ganz Schlaues, eine Alliteration als Name haben, also KK. Ne? Da habe ich gesagt, okay, Katrin mag ich nicht, verbinde das mit meinem Vater, ich möchte gar nichts mit ihm verbinden. Ich bin osteuropäisch, Katja ist ein bisschen osteuropäischer der Name. Damals meine Mama wollte, dass ich Deutsch heiße, deswegen hieß ich dann Katrin. Hat mir nicht gefallen, Katja und Klasowitz, ein tschechischer Name, Schönheit. Ja. Und ich so, falls ich mal bekannt werde, heiße ich Katja Klasowitz. Ja, genau. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, ne? Klasowitz ist halt eine Übersetzung, ne? Genau. Das ist Schönheit in Deutsch. Es ist ein Künstlername, so gesagt. Aber in meinem Pass drin. Ja, kann man sich ja irgendwann anfangen. Bei mir glauben viele Leute immer, es wäre ein Künstlername. Ja, dachte ich auch immer. Ist es aber nicht. Nee, ist einfach ganz, legendär. Ganz lange Historie. Also wirklich so richtig. Mein Großvater hat Ahnenforschung betrieben und es geht ganz lange zurück. Und, krass. Ja. Sehr gut. Absolut. Welche Erinnerungen hast du hier so an diese Ecke, so Leipziger Marktplatz und so? Also, ich bin mal da drüben und ich laufe und fühle mich natürlich total toll und bleib stecken mit meinem High Heel, flieg komplett auf die Fresse und alle haben es gesehen. Das ist zum Beispiel eine Erinnerung, die ich hier habe. War das eine Zeit, wo schon jeder ein Handy in der Hand hatte und jeder nein, das nein, Glück das ist ja das Witzige. Ich würde ja so gerne meine alten Sachen zeigen. Ne? Ich wurde auch bei vielen Sachen zwar gefilmt, aber da war noch nicht dieses TikTok-Insta. Ich glaube, ich wäre sehr viral gegangen. Die haben ja
es gibt hier, oh mein Gott, ich könnte tausend Sachen sagen, was hier alles passiert ist. Mhm. Aber hier in der Innenstadt war es noch gediegener. Mhm. Hier sind mir nicht so viele schlimme Sachen passiert. Außer, dass mir Leute was Böses hinterhergerufen haben. Mhm. Das war auch hier in der Innenstadt Standard. Mhm. Ja, das war halt einfach, ich war immer so diese Minirock tragende, mhm, auffällige, mhm, kleine Frau, die nicht so viel Zuspruch bekommen hat. Verstehe. Guck mal, ich habe eine, da wollte ich dir auch mal zeigen. Kennst du die Milch bei Pinguin? Ja, na klar, da habe ich, ja, noch Eis gegessen. Ja? Ja. Und verbindest du da noch ein bisschen mehr? Also so, also für mich und auch zu meiner Zeit war das so hier in Leipzig, wenn man ein Mädchen kennengelernt hat, oh, und sich irgendwie so das erste Mal vielleicht mit ihr verabredet hat. Ja. Ne? Also ich rede, da war ich vielleicht auch so 14, 15. Mhm, ne? Da gab es schon. Das fand eigentlich, ja, das gibt, wow, das ist eine Institution hier in Leipzig. Krass. Das fand eigentlich immer dann in der Milch bei Pinguin statt. Ja, okay. Ja? Und wenn man es ganz ernst, oh, meinte, wow. Jetzt weiter, ist alles gut. Ja, ja, dann komm rein. Ja. Pause, Leute, so, ja, sieht's aus. Nehmen wir mit, es kommt ins Making-of. Das ist Artan. Artan ist der King. Er ist immer am Start, er ist krass. King of Hair and Make-up. Und man, vor allem, wenn man daran denkt, wie anstrengend das ist, Hair and Make-up zu machen. Ich bin perfektionistisch, er ist immer gechillt. Mhm. Egal wie zickig ich bin, er chillt einfach. Das ist sehr wichtig auch. Okay, let's go. Ja, die Milchbar, die war ein Dating-Ort. Also bei mir nicht. Ja. Wieso, hast du in der Zeit keine Dates gehabt? Doch, ich hatte Dates, aber ich wurde nie irgendwo schick ausgeführt oder so. Ich habe keine Ahnung, zu der Zeit waren Frauen wie ich einfach irgendwie nicht gut angesehen. Also es war jetzt nicht so, dass man sich da bemüht hat oder irgendwie sonstiges. Meine Dates waren irgendwie, komm, wir gehen in den Park spazieren oder, mhm, keine, okay, Ahnung. Da wollte keiner mit dir gehen, irgendwo was trinken. Also ich war nie irgendwo Eis essen, mhm, leider. Okay. Weil du gerade sagst, so in der Zeit, so 14, 15, hast du schon extremer ausgesehen als andere. Ja. Gibt es aus der Zeit eigentlich Bilder von dir? Ich hätte, glaube ich, schon, wenn ich irgendwo krame, dann, ja, vielleicht können wir die hier irgendwo einblenden. Ja. Da gibt es auf jeden Fall bestimmt Bilder. Also, ja, so, weil ich möchte eine Vorstellung dafür ich haben. Ich kann es ja gerne denn beschreiben. Ja, ich sag erstmal, du kannst ja erstmal beschreiben. Dann. Also, ich hatte platinblonde Haare. Okay. Die waren relativ kurz abgebrochen. Kein Geld für irgendwelche Friseure. Ich bin nie zum Friseur gegangen. Meine Mama hat mir das immer gemacht. Mhm. Extensions drin, mhm, nicht irgendwie zusammengeschnitten. Das heißt, man hat den Unterschied gesehen. Man, mhm, hat gemerkt, mhm, okay, dieses Mädchen hat Extensions drin, die, mhm, günstig sind. Mhm. Ich habe mich schön gefühlt und halt sehr freizügig. Sehr dolle geschminkt, mhm, extrem geschminkt. Jetzt bin ich sogar noch natürlich dagegen. Okay. Und damit hatten dann vor allem die Mitschüler ein Problem? Alle und Menschen. Lehrer und alle, das hat sich so angefühlt, als wenn die ganze Welt gegen mich ist. Okay. Das war so krank. Ich bin einfach nur rumgelaufen und es war so, da kamen Sätze, das war schlimm. Mhm. Wenn ich jetzt die Sätze bekommen würde, würde ich nicht wissen, wie ich reagieren würde, ob ich nicht wirklich daran kaputt gehen würde. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie ich das damals gemacht habe. Ich bin gelaufen, eklig, billig, oh, voll die Nutte, oder iss mal was, war auch ein Drinsatz. Ich war ein dünnes Mädchen, das war mein Körper. Also das war ein Kampf rauszugehen, richtiger Kampf. So Jungs, die, weil du vorhin gesagt hast, wenn du mit Jungs aussiehst, Jungs, die dich dann angesprochen haben, was war das für ein Typus Jung? Ach, das waren Jungs, die, also, ich heute. Weil ich mir so ein bisschen vorstelle, so gerade weil du ja auch extremer aussahst, ne, ist das ja für einen Jungen dann auch ein bisschen Überwindung, dann zu sagen, ach, guck mal. Ja, ging so, ganz ehrlich, ich war immer sehr offen mit meiner Sexualität, ich war immer sehr quirlig und aber sehr auch offen. Auch das ist für Jungs in dem Alter ja oft nicht hilfreich. Stimmt, aber dadurch war das irgendwie so, es ging ja dann das Gerücht rum, ach, das ist ja eh voll die Bitch, was ja voll negativ damals war. Ich habe ja das Wort positiv gemacht. Ne? Ich habe überhaupt angefangen zu sagen, das ist keine Beleidigung, seid wie ihr seid, es gibt kein Slut-Shaming, damals war das ganz normal. Und es ist dieser eine Bitch und die haben mich angesprochen, wie die Bock hatten. Also das war halt Sexismus pur, das war einfach nur Sexismus vom Feinsten. Ja, komm mal her, komm, wir gehen mal dahin, komm, wir machen mal dies und jenes. Also so wurde ich angesprochen. Da war nie irgendwie, hey, wollen wir mal schön essen gehen, sowas gab es gar nicht. Für mich, ich dachte, das wäre normal. Und jetzt denke ich mir so, wow, also das war echt krank, dass ich so sexistisch behandelt wurde, nur weil ich mich eben gern freizügig anziehe und offen über Sex rede. Heißt doch nicht, dass ich jetzt mit jedem dahergelaufenen irgendwie dahin gehe, aber so war das. Und weil du es eben selber gesagt hast, das Problem ist ja vielleicht heute nicht kleiner geworden. Nee. Weil auch da, also ich glaube, du bist ja nun mal auch eine starke Frau. Ja. Und das ist ja jetzt nicht so die kleinste Hürde, die man als Mann nehmen kann. Ja, das stimmt. Aber man muss ehrlich sagen, jetzt, seitdem ich so in der Öffentlichkeit stehe und wirklich, ich habe ja viele Statements gemacht, ich habe mich ja auch schon viel irgendwie verteidigt, auch vor großen Männern und allem, was es gibt, habe ich mich verteidigt. Jetzt sind die Männer schon so respektvoller. Mhm. Jetzt sind die wirklich, und die sprechen mich auch nicht mehr so dolle an. Das ist eher so, die trauen sich nicht. Mhm. Dann denke ich mir, okay, finde ich gut. Mhm. So chill. Mhm. So nicht mehr so sexistisch. Mhm.
auch darüber werden wir noch reden. Natürlich polarisierst du ja auch mit dem, was du tust. Ja, auf jeden Fall, weiß ich auch. Und ein bisschen leistest du ja auch Vorschub hier. Mir macht es ja auch Spaß, so zu sein. Zu provozieren vielleicht hier auch. Natürlich, ich liebe das. Also ich bin Provokation pur. Mhm. Mein Bruder, der leider verstorben ist, der hat immer zu mir gesagt, ich bin eine richtige Besserwisserin und ich liebe provozieren. Der war dann immer voll sauer auf mich. Mhm. Aber das bin ich halt. Okay. Ich liebe das, macht mir voll Spaß. Ich bin immer so, hey, ich hab's wieder provoziert. So. Okay. Ja. In welchem Stadtteil von Leipzig hast du einen großen Teil der Zeit verbracht? Wir sind ja aus Oscher, also wir waren in Liebschütz. Mhm. So, das war ein Dorf und da hatten wir ja ganz viel Stress. Mein Papa war ja leider sehr gewalttätig meiner Mama gegenüber. Mhm. Der hat ja auch, er war pädophil oder ist es? Ich habe ja keinen Kontakt mit ihm. Und dann, als wir das rausgefunden haben, sind wir ja direkt so geflüchtet. Wir haben alle meine Sachen, die ich je hatte, in kleine Müllbeutel gepackt und in ein ganz kleines Auto, sind in der Nacht rübergefahren und sind dann in Gohlis untergekommen. Mhm. Das war bei einer Freundin damals von meinem Bruder. Mhm. Und das war eine ganz kleine Einraumwohnung und da haben wir erstmal gelebt. Dann bin ich dann erstmal da untergekommen, musste erstmal auf mein Leben überhaupt klarkommen. Mhm. Ja, dann war ich eine Zeit in Gohlis und dann bin ich umgezogen nach Wahn. Also das ist ein Stück weiter raus. Ja, kenne ich. Ja. Genau. Da habe ich dann sehr, sehr lange gelebt in Wahn. Wann warst du da das letzte Mal, wo ihr früher gewohnt habt? Ich fahre oft vorbei, aber so richtig war ich da jetzt nie. Okay. Also schon Jahre. Vielleicht können wir ja mal gucken. Voll gerne, die Tür ist immer noch da. Also ich fahre da immer vorbei und gucke. Okay, dann würde ich sagen, dann fahren wir mal rüber nach Wahn und gucken uns das mal an. Ja, voll gerne. Wo Katja da früher gelebt hat und wo sie natürlich auch zur Schule gegangen ist. Aufs Gymnasium, Leute. Ne? Ich war auf dem Gymnasium, ja, ich bin ein smarter Kopf. Ja. Mit Abi? Ja. Auch abgeschlossen? Nee, habe ich nicht. Aber dazu kann ich auch gerne was sagen. Das ist jetzt witzig, aber eigentlich ist es traurig. Wir fahren jetzt mal rüber nach Wahren. Yes. So, Katja, lass mich raten, welches dein Auto ist. Natürlich der Lambo. Aber ich habe noch ein anderes neues Auto. Ja? Das wird aber gerade komplett fertig gemacht. Okay. Ein Brabus. Okay. Riesig, Monster. Und was für ein? Also den Lambo und den Brabus. Okay. Cool. Und warum orange? Ist einfach schön, sieht gut aus. Aber trotzdem, der Brabus ist für mich noch besser. So, und jetzt natürlich noch mal eine entscheidende Frage. Wie oft fährst du den selber? Oft, immer. Ja? Auch mit diesen Schuhen. Okay. Ich habe letztens einen TikTok gesehen, da sagt man, ja, man fährt nicht mit solchen Schuhen, ist sehr gefährlich. Ich kann damit fahren, keine Sorge, ich bin sehr vorsichtig. Das heißt, du fährst und ich darf bei dir mitfahren, oder wie ist das? Ja, klar, können wir machen, klar, kein Problem. Cool. Let's go. Für mich ist das ein Audi mit einem Lambo-Zeichen drauf. Ah. Aber vom Preis ist es natürlich Genau. Weiß nicht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, Katja, du fährst das Auto ab und an, aber auch nicht so. Das ist komplett neu, das ist ja der neueste Urus. Okay. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist mein absoluter Traum. Okay. Ich bin dankbar, dass ich das fahren kann. Hätte ich niemals gedacht früher, dass ich überhaupt mal in so einem Auto sitze und dass ich mir das alles leisten kann. Die sind ja beide gekauft. Ja. Das ist schon krass. Ich habe echt lange überlegt, welches Auto ich mir kaufen soll. Soll es ein Lamborghini werden oder eine G-Klasse? Aber ich wäre nicht die Boss Bitch, wenn ich nicht einfach beide gekauft hätte. Aber das hier zum Beispiel ist nicht einfach irgendein Lamborghini. Das ist der Urus Performante. Und das hier ist nicht irgendeine G-Klasse. Das ist der G800 Brabus. 700.000 Euro, damit ich schön fahren kann. Guck mal, hier in dem Hotel. Ja. Habe ich zu meiner Schulzeit in den Ferien als Hotelboy gearbeitet, als Page. Echt? Ja, das war ein sensationeller Ferienjob. Das Westin ist das. Heute das Westin, damals Hotel Merkur. Ach ehrlich, das gibt's auch schon ewig, ne? Genau. Und das war zu DDR-Zeiten ein Hotel, wo man nur für Westgeld wohnen konnte. Das war quasi für die Messebesucher und so, die nach Leipzig kamen. Und da habe ich als Hotelboy gearbeitet. Und das Coole war natürlich, dass es Trinkgeld ja auch dann in West gab. Mhm. Und dann konnte man in Intershop, da hast du Geld wenn man ein bisschen was zusammengespart hatte. Ja. Ja, ich habe ja noch nie irgendwie einen normalen Job gehabt. Mhm. Ich war ja direkt bekannt. Ich habe mit 17 angefangen ungefähr. Quasi per Geburt. Genau, ich war schon bekannt geboren. Und ich habe mit 17 angefangen mit YouTube so ungefähr. Und habe dann direkt Geld verdient. Mhm. Ich habe es auch manifestiert. Ich habe gesagt, ich werde niemals einen normalen Job machen. Mhm. Ich möchte das einfach nicht. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, dass du das jetzt vielleicht auch durchziehen kannst. Denke ich auch. Ich muss ja erstmal auch lernen, wie es ist zu fliegen. Ich hatte ja Flugangst, weil ich ja nie geflogen bin. Wir hatten ja gar kein Geld zu fliegen.
Aber wenn man noch nie geflogen ist, kann man keine Flugangst haben, weil dann weiß man ja gar nicht, wovor man Angst haben sollte. Doch, weil ich habe mich dann das erste Mal mit 18 habe ich das Geschenk bekommen von meiner Mama, zu fliegen nach Paris. Okay. Und das war so komisch für mich, auf einmal der Druck und wie man hochgeht. Und ich so, ne, der Rückflug wurde dann gecancelt, wir sind im Zug zurückgefahren. Das ging nicht, aber dann habe ich es natürlich gelernt. Was war der Anlass, warum warst du in Paris? Einfach nur Geburtstag. Okay. Das habe ich geschenkt bekommen, dass man da irgendwie mal hinfährt, weil ich ja nie Urlaub hatte und das nicht kannte. Paris war für mich so, wow, ich kann nach Paris. Klar habe ich da schon ein bisschen YouTube gemacht, aber das war jetzt auch nicht so die Welt, dass man sagt, ich kann jetzt keine Ahnung, mir was gönnen. Aber jetzt natürlich, jetzt wird der ganzen Familie der Businessflug ausgegeben und wir machen die geilsten Urlaube, die es jemals gab. Aber das ist ja auch immer ein schönes Gefühl. Das ist das Beste, wirklich das ist eine der besten Sachen, dass man überhaupt machen kann, dass man sein Geld verdient und man kann die Familie so glücklich machen. Auch ein Teil der Motivation? Ja, auf jeden Fall. So, das ist ein Teil von, ich will es allen zurückzahlen, die mir nicht an mich geglaubt haben. Mhm. Ich will meiner Familie was Gutes tun und natürlich, ich will auch fresh sein und schöne Sachen tragen. So ein Mix aus allem. Ja, das ist interessant, weil das, also mal alle, die einen. Weißt du, was ich meine, wenn ich jetzt sage, in Anführungsstrichen, ein bisschen anders sind. Ja, voll, und, also, anders. Ne, und darüber dann auch bekannt und erfolgreich geworden sind, haben ja eben auch oft so genau diese Sachen erlebt, ne, dass man halt früher schräg angeguckt wurde, dass Leute das belächelt haben, was man gemacht hat, was man vorhatte. Und wo man heute sagt, seht ihr Leute, ich genau hab's so geschafft. Genau so ist es. Mit ganz viel Blut, mit ganz viel Tränen, aber es hat sich gelohnt. Ich mache das ja jetzt auch schon seit 9 Jahren in der Öffentlichkeit. Ja. Ne? Es ist ja auch nicht so eine kurze Zeit. Das Haus ist auf der Georg-Schumann-Straße oder irgendeine Seitenstraße? Georg-Schumann-Straße, hier ist Arbeitsamt. Da war ich auch sehr oft. Also nicht ich, aber ich musste immer mit meiner Mama hier hingehen. Weil ja, sie hatte halt auch nicht die Möglichkeit. Wir mussten ja von 0 auf 100 hierher ziehen. Ne? Mhm. Alles weg. Musste man auch gucken, wo man bleibt. Das hat mich natürlich auch immer traurig gemacht. Die Mama. Aber jetzt ist meine Mama reich. Jetzt kann sie chillen. Oh. Hier. Danke. Sehr begleitetes Fahren heute hier mit uns. Ja, Katja. Ja, so ist das. Wie alt warst du, als du Führerschein gemacht hast? Hä? Warum fährt das jetzt nicht rückwärts? Achso, jetzt. Ich war sehr, sehr spät dran. Ich habe den, glaube ich, nicht. Nee, ich meinte jetzt den Führerschein. Genau. Ja. Ich war wirklich spät dran mit dem Führerschein. Ich habe den gemacht mit 22, 21, so. Okay. Wie viele Fahrstunden hast du gebraucht? Ich war sofort, ich hatte nur Fehlerpunkte. Ich liebe Autos. Das ist mein Ding. Ich liebe Autofahren. Manchmal wirklich immer ein bisschen unbeholfen, aber... Und war es eine richtige Fahrschule oder so eine Influencer-Fahrschule? Das war eine Influencer-Fahrschule. Ja. Ach Mann, exposed. Ja, Mensch. Und was habe ich zu denen damals gesagt? Ich habe gesagt, wenn ich ein Auto habe, dann ist es eine G-Klasse und jetzt habe ich meinen Brabus. Genau, so sieht's aus, Leute. Ne? Also, danke, dass ihr es Katja beigebracht habt. Parken war offensichtlich nicht so oft. Nein, Parken wurde mir wirklich nicht beigebracht. So, ich habe überlebt. Ja, wir kommen in Waren. Aha. Du hast ja gesagt, wo du... Boah, wie alt war ich denn da? Also ungefähr, das ist dann... Ich glaube schon so... 13, 14. Und das war dann so ganz lange. 90er. Ich muss ja gerne mal rechnen. Du bist jetzt? Ich bin jetzt 27. Also ich bin 96 geboren. Vor 14 Jahren. So 2010 oder so? Mhm. Genau. Das Haus wurde jetzt neu gemacht, Mensch. Sieht doch schick aus. Ja. Auf jeden Fall wahrscheinlich schicker als damals. Welche Etage habt ihr hier gewohnt? Oder ganz oben. Das ist der Eingang. Das war damals eine weiße Tür. Mhm. Die, wenn man die aufgemacht hat mit dem Schlüssel, da musste man immer so... Lass reingehen. Oh mein Gott, der gruselige Hof ist noch da. Der gruselige Hof ist noch da. Der ist so gruselig. Vielleicht ist er jetzt fresh, ich weiß es nicht. Wir haben Glück. Ist ja so ein bisschen... Ja, der wurde fresh gemacht. Oh ja, also... Das ist fresh im Gegensatz zu sonst. Also das ist fresh im Gegensatz zu früher. Okay. Hier war alles kaputt. Hier war alles dreckig. Hier waren kaputte Möbel. Alles war hier. Ja, das war mein wunderschöner Hof, Mensch. Luxuriös, wie nie. Das Haus zum Beispiel, ne? Das ist ja original so, wie es auch zu DDR-Zeiten war. Da ist kein Stück dran gemacht worden. Krass.
Ja, und so gruselig war das eigentlich. Ja. Genau, und hier war so eine kleine Hütte. Und da waren auch so ganz gruselige Bücher drin, immer so ganz gruselige Kriegsbücher drin. Mhm. Ganz schlimm. Da ist ja wahrscheinlich, da guck mal, da hinten war wahrscheinlich irgend so ein Schuppen in der Genau, Ecke, das meine ich, ja. Okay, ja. Ja, genau. Krass, ne? Aber es muss ja auch, ne, also gerade wenn man so dann auch sieht, wie du heute lebst, und auch du weißt ja, wie du heute lebst, ja, dann ist das ja auch ein krasses Gefühl. Ne? Wenn man so ja, denkt, das ja, ist trotzdem aber ein schlechtes Gefühl. Also das ist wirklich nicht so angenehm, finde ich. Und man muss echt sagen, hier habe ich ja nicht so die schlimmsten Sachen erlebt. Ja. Die schlimmsten Sachen waren ja in Liebschütz, da wo ich in dem Haus war. Aber hier war auch wirklich keine schöne Zeit. Also hier ging es mir auch nicht so gut. Das ist schon gruselig hier. Außer Mama hat immer versucht. Nee, mit Mama war alles toll. Also immer, wenn ich nach Hause komme, war Liebe, schönes Essen. Ich wurde gut behandelt. Aber es war immer so, ich kam so mit Last einfach von der Schule. Und dann war es hier auch nicht schön. Das war halt einfach so traurig. Und dann natürlich, ich kenne das mit Tieren, mit einem Riesenhaus, mit einem Riesenhof. Dann auf einmal hierher, das war halt nicht so toll. Ja. Und Mama ist dann überhaupt nach Deutschland gekommen, weil der Papa Deutscher, genau. Deutscher ist? Genau, weil wir halt einfach eine schöne Zukunft wollten, in einem schönen Haus. Weil wir in Tschechien auch aus Armut gekommen sind. Was dann halt dann doch nicht so schön geworden ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber dafür kann sie ja dann am Ende nichts. Ja. Du hattest zwei Brüder oder hast du mehr Geschwister? Nee, ich habe 4 Brüder. Also okay, bei mir ist das so, ich habe ja meinen Papa, der hat von seiner Seite Kinder. Meine Mama hat von ihrer Seite Kinder und ich bin das gemeinsame Kind. Und ich habe 2 Brüder ja leider verloren. Der eine hat leider Selbstmord begangen und der andere hat Krebs. Und das war nicht schön für mich. Das war auch eine sehr schwere Zeit. Das war sehr das jung. Das war also auch zu der Zeit, wo ich im Haus noch gelebt habe. Da war ich auch sehr jung, aber ich habe es trotzdem aktiv mitbekommen. Hat mich auch sehr traumatisiert. Und dann kam eins auf den anderen. Erst ist der gestorben, dann ist der andere gestorben. Dann ist das mit meinem Papa rausgekommen. Dann sind wir weggezogen. Also dann das Mobbing und dann war alles auf einmal Katastrophe, wie eine Lawine. Ja, so war das. Wo zieht man dann überhaupt irgendwann Stärke raus? Also wann Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Auch wenn ich jetzt hier so stehe, ich denke mir so, wie habe ich das überhaupt überlebt? Aber ich glaube einfach die Hoffnung, dass es irgendwie klappen wird und dass ich irgendwie was Gutes draus mache aus dem, was mir passiert ist, hat mich eigentlich immer so am Laufen gehalten. Einfach so, das wird schon irgendwie, ich mache das irgendwie, ich werde das schon irgendwie schaffen. Und es war einfach so, ich war dann so verbissen darin, dass ich das machen werde und schaffen werde, bis ich dann irgendwann geschafft habe. Und das ist halt schön. Ich bin sehr stolz auf mich, wenn ich so diesen Lambo-Schlüssel hier in der Hand habe und dann hier stehe, ja, das ist krass. Das ist krass, oder? Das ist wirklich krass. Ja. Ja. So, und dann bist du jetzt hier morgens. Hier bin ich mit meinem Minirock runtergekommen, bin hier durchgewatscht mit meinen High Heels und zur Schule gegangen. Ja, wollen wir nochmal zur Schule gehen? Ja, voll gerne. Das machen wir. Mein altes Bett. Nein. Das wäre was, ja. Das wäre so witzig. Das ist wahrscheinlich straight der Schulhof hier vorne, ne? Genau, das ist der Schulhof. Wir haben aber auch hinten einen Schulhof. Und also wir hatten 2 Schulhöfe, man muss echt sagen, es ist ein Riesengebäude, es ist eine Riesenschule. Da vorne ist die Turnhalle. Gab es damals schon eine Halfpipe? Ja. Gab es schon sehr lange, ja. Ich fand Justin Bieber so toll, dann wollte ich immer mit Skaterboys spielen. Also du hast ja nun viele prominente Menschen, auch internationale Prominente, schon mal getroffen. Ja. Justin auch? Nein. Ich bin sehr traurig. Doch, natürlich, also ich habe ihn so getroffen als Fan. Ich war, glaube ich, 14, 15, war bei einem Konzert, da hat er mir sein Handtuch zugeschmissen. Das habe ich bis heute noch. Ich war der festen Meinung, dass er mich liebt. Deswegen hat er mir das geschmissen, dann wollte ich zu ihm ein Konzert gehen. Habe ich dann aber nicht gemacht, aber ja, aber es war so. Ich habe ihm einmal, ich hab Justin Bieber einmal ein Bami überreicht. Geil. Ja, das war super. Wann? Boah, wie lange ist das her? Ich bin so neidisch. Müsste ich nachgucken, bei Bambi-Verleihung in Wiesbaden, das weiß ich noch. Die Idee war, ich war draußen erst vor der Halle, wo die ganzen Justin Bieber-Fans standen und stand da mittendrin. Okay. Und da sollte ich quasi kurz mal 2, 3 fragen, was ich so toll an ihm finde und sollte ihn von da dann anmoderieren. Ne? Und dann hat er in der Halle gesungen. Und dann habe ich mir spontan überlegt, dass es doch super lustig wäre, wenn ich 2 von den Mädels, von den Fans, einfach mitten in die Halle nehme und mit auf die Bühne nehme und sage, komm, ich organisiere euch, ihr könnt ein Foto mit Justin machen. Ne? Das habe ich dann auch gemacht. Ja. Das hat mich auch keiner aufgehalten. Also kein Ich habe sie einfach mitgenommen. Ich habe die einfach mitgenommen. Ne? Die hatten dicke Jacke an und so. Einfach mitgenommen. Hast du selber einfach so ausgedacht? Ja, genau. Da waren so 2, die neben mir standen, die super nett waren. Da habe ich gesagt, kommt mit rein, ich nehme euch mit. Und, Hätte doch ich sein können. Auch kein Security und so. Keiner hat mich aufgehalten. Und dann war er fertig mit Singen. Und dann bin ich mit den Mädels da hoch auf die Bühne. Und dann merkst du schon so an seiner Reaktion,
Das, also so, der hat nicht so Bock gehabt. Der hat nicht so Bock gehabt und dann war er so ein bisschen unsicher, uncool. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, zwei Fans und wollen nur ein Foto machen. Und dann wollte er von sich aus diese Situation irgendwie auflösen, weil ich hätte ihn einfach wieder mit runtergenommen. Mhm. Und dann hat er irgendwie so, do you maybe wanna come with me backstage? Er wusste selber nicht. Und das war natürlich ein riesen Lacher, ja? Weil alle so, okay. Also ja, so, ja, ne? Ja, ja. Und ich so, na. Not die like komm, this. Die kommen wieder schön mit mir mit, ich muss auf die aufpassen. Ne? Und so. Und krass. Da gab es richtig Stress im Management von Justin hinterher. Also ah, das ist doch der Scooter Brown, ja, oder nicht, so. Ich weiß ja alles also, über Justin. Ich weiß nicht, ob Scooter das damals schon gemacht hat, aber. Und dann habe ich ihn nochmal tatsächlich nochmal völlig random in Beverly Hills in einem Kaufhaus getroffen. Also abends kurz vor Ladenschluss. Woher dieses Glück einfach? Ja, ja, und das war nach der Dumbie-Verleihung, so anderthalb Jahre später. Und wir liefen dann so aneinander vorbei und er guckte mich so an und so dachte wie, auch so, ich ja, irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Und da habe ich dann so gesagt, ja, yeah, we know each other. Und er sagt, ah, okay, the Bambi Award. Ja, the situation. Geil. Ja, daran hat er sich, glaube ich, nicht erinnert. Richtig cool. Ja, vielleicht finden wir da einen Ausschnitt, das können wir vielleicht mal zeigen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Ich würde das auch mal gerne genau, sehen. Also vielleicht können wir das zeigen. Thank you, Gwyneth. Hier stehen sie, die Justin Bieber Fans. Der Bambi 2011 steht ja im Zeichen des Tierschutzes. Der Bambi Erde ist bereits verliehen worden. Viele Gäste im Saal würden gerne einem kleinen süßen Reh ein neues Zuhause geben. Und diese jungen Aktivistinnen hier, denen geht es nur um das Wohl des Bibers. Was ist dein Lieblingstier? Biber. Der Biber. Was ist denn so toll an ihm? Alles. Ja? Ja, alles. Und was ist euer größter Traum? Wovon träumt ihr alle? Machen Sie sich keine Sorgen, meine Damen und Herren. Ich habe mich in einem wochenlangen Casting durchgesetzt. Es wurde der Mann mit den stärksten Trommelfellen gesucht. Und ich werde das schaffen hier draußen. Ja? Was würdest du dafür tun, Justin Bieber einmal zu treffen? Alles. Er wird ja gleich auftreten. Hier auf der Bühne wird er gleich live zu sehen sein. Ja, auf der Bühne, hier drin. Mit seinem neuen Album. Ja, Under the Mistletoe. Warum nicht hier? Ja. Aber vielleicht kann ich euch ja mit reinnehmen. Wollt ihr einmal ganz schnell hochsausen, mal Hallo sagen? Aber nicht ganz ruhig. Hey, what's going on? They just want to say hi. Oh, okay. They are really, really cute. I did not know this was going to happen, but yeah. Pleasure to meet you. What's your name? My name is Elena. Hello. My name is Mary. A hug? Yeah. So, hier, Werner Heisenberg Schule, Gymnasium Stadt Leipzig. Ja. Hier bin ich reingelaufen. Hast du ein festes Klassenzimmer? Ja, ich glaube schon. Ich muss, wie gesagt, ich bin traumatisiert von vielen Sachen. Ich vergesse wirklich viele Dinge. Mhm. Ich habe letztens mit Freundinnen darüber geredet, die auch mit mir hier auf der Schule waren. Mhm. Die wissen detailliert Dinge, die mir passiert sind. Okay. Und bei mir sind da Lücken, also keine Ahnung, bei manchen Sachen. Traumatisiert ohne Ende. Aber du hast noch Mädels von damals auch, mit denen du befreundet bist? Ja, eine, die Christine. Sorry, Christine, sie wollte nicht, dass ich ihren Namen sage. Sie ja, sagt, hab ich. Christine, hi, Christine. Die zum Beispiel, die war in meiner Klasse auch. Die hat alles miterlebt, wie ich ausgegrenzt wurde, alles. Aber mal andersrum gefragt, gibt es denn auch irgendwas Schönes? Also gibt ja immer zwei Seiten. Ne? Na klar. Gibt es auch schöne Erinnerungen an die Zeit ja, hier? Und zwar, als ich aus der Tür gegangen bin und nie wieder zurückgekommen bin. Das war Bombe. Mhm. Was gab es denn so an Ideen, was du mal machen könntest? Ich wurde hier von meiner Lehrerin, von meiner Klassenlehrerin, wir mussten gefragt, ne? Wir mussten so aufschreiben, was wollen wir mal werden. Mhm. Und ich habe dann so einen Brief geschrieben, was ich wirklich werden will, weil ich bin ein sehr ehrlicher, direkter Mensch und ich denke nicht darüber nach, wie jemand reagiert auf das, was ich sage. Was hast du reingeschrieben? Und habe dann reingeschrieben, weil es mir egal ist, dass ich entweder bekannt werde oder die Frau von einem reichen Mann. Jetzt Feminismus beiseite geschmissen damals. Jetzt bin ich doch nicht die Frau von einem reichen Mann, sondern meine eigene Frau, ja. Gott sei Dank. Und die meinte, ja, ganz, die war so sauer auf mich, die war richtig sauer. Die hat meine Mama hierher geholt, uns in einen Raum eingeschlossen, nach dem Unterricht und meine Mama das vorgelesen. Und meine Mama meinte, na und? Das ist meine Tochter und jetzt soll ich sie jetzt bestrafen, weil sie irgendwie das denkt? Mich stört's nicht. Und dann meinte die Lehrerin so, ja, aber es ist ja nicht nur dieser Brief. Wir waren letztens auf einer Veranstaltung da drüben im Anker, hatten wir so eine kleine Schulfeier.
wir waren jetzt auf einer Veranstaltung, dann ist Katja reingekommen und die haben sie alle ausgelacht und beleidigt. Finden sie das denn nicht schlimm als Mutter? Und Katja, denkst du nicht auch, dass es irgendwie lächerlich ist, wie du aussiehst? Solche Sachen. Okay. Du wirst wirklich diese Sätze, die jeder sagt, der bekannt ist, aber ich habe ihn wirklich immer gehört, vor allem von ihr, von der Lehrerin, du wirst es nicht erreichen, du wirst nie was schaffen, so wird nichts aus dir. Und ich meinte, keine Sorge, ich werde das erreichen, was ich möchte und noch mehr. Und dann sind wir gegangen. Wirklich genauso, wir sind rausgegangen. Ich hätte diesen Moment so gerne aufgenommen. Das war heftig. Ja, es wäre krass, ne? Also auch die Lehrerin, also ich weiß gar nicht, ob sie natürlich hier an der Schule noch gibt, aber die heute mal keine zu treffen. Ahnung. Und meine Freundin, die mit mir auf der Schule war, die meinte auch ganz schlimm, wie die mit mir umgegangen sind. Also ich finde das auch für einen Pädagogen voll scheiße, so, dass man so mit einer Schülerin umgeht. Mein Horizont ist eben ein bisschen anders. Ich denke halt ein bisschen anders, aber ich habe nie irgendwie negativ gedacht über andere Menschen. Ich wollte einfach nur mich so verwirklichen, wie es halt nicht in die Norm passt. Aber für mich war es ja normal. Mir wurde immer gesagt, dass es falsch ist. Die haben so sehr versucht, dass ich halt den Weg gehe, wie die Lehrer sich das für mich vorgestellt haben. Aber hat halt nicht geklappt, bis ich dann ja von der Schule geschmissen wurde. Ne? Und mit welchem Grund? Also, das ist auch eine Geschichte. Ich habe Facebook dann irgendwann gehabt. Ich hatte freizügige Bilder, plus ich war natürlich freizügig auch in der Schule. Ich hatte meinen Minirock an. Was heißt freizügige Bilder? Nur das, was wir eingrenzen? Ja, eigentlich das Gleiche, was ich, ne, okay, was also, ich jetzt mache, ist schon doller. Bisschen Ausschnitten, Minirock. Okay, also offenherzig. Freizügig für eine Minderjährige natürlich. Ja. Ne? Meine Mama war jetzt auch nicht der größte Fan von meinen Bildern, aber was soll man machen? Ich hätte es eh hochgeladen. Und dann haben die mich in die Schule gerufen, mich, meine zwei Brüder, die ist auch noch, also die noch leben, und meine Mama, und haben gesprochen und haben alle meine Bilder ausgedruckt, alle meine Facebook-Bilder ausgedruckt, und dann meinten die, hier gucken Sie sich mal die Bilder von Ihrer Tochter an, das geht gar nicht, und wir haben dann uns ein Ultimatum gestellt und haben gesagt, entweder du ziehst dich normal an oder du gehst von der Schule, wir wollen das so nicht, und ich meinte, okay, gar kein Problem, ich gehe von der Schule. Da warst du fertig. Meine 16, Brüder meinten auch, ich war, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich war 16. Okay. Oder 17. Ich will nur verstehen, was minderjährig ist. Ich bin mir nicht sicher, wie alt ich war, aber ich war natürlich minderjährig. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie alt ich war. Aber meine Brüder, meine Mama, alle waren einer Meinung, sie geht von der Schule. Es wird sich nicht, ich werde mich nicht ändern, niemals. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich. Es war mitten im Halbjahr. Also ich wurde wirklich richtig mit Arschtritt rausgeschmissen. Und dann bin ich auf die Petri-Schule gegangen, weil das ist so. Man sagt in Leipzig, die schlimmste Schule. Wenn du da hingehst, dann hast du ein Leben verkackt. Da bin ich, auf diese Schule bin ich dann gegangen. Und da hast du einen Realschulabschluss gemacht. Und da habe ich dann meinen Realschulabschluss gemacht. Und als ich auf die Petri-Schule kam, da war ich schon wie so ein kleiner Promi. Und die Leute waren so, ah, Katja ist auf unserer Schule jetzt und so. Und da habe ich mich schon ein bisschen cool gefühlt. Da wurde ich ein bisschen gemocht. Minimal. Cool. Aber das ist ja, guck mal, vielleicht gibt es ja jetzt irgendeinen Jungen aus der, ich meine, nicht aus deiner Schulzeit. Wenn es Leute gibt, nein, kommentiert. Ja, das sowieso. Also jemand, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der mit dir damals zur Schule gegangen ist oder egal ob hier oder Petri-Schule. Ja. Und schreibt gerne mal was in die Kommentare dazu. Ja, wie das war. Ja. Ihr könnt es ja bezeugen, schreibt rein, gerne. Aber vielleicht gibt es ja auch heute einen jungen Mann in deinem Alter, der früher mal einen Brief geschrieben hat, er möchte gerne bekannt werden oder mal eine reiche Frau heiraten. Ja. Ich bin da, Mensch, heirate mich, die Sugarmami. Nein, selber arbeiten gehen, Leute. Ja, genau, so ist es. Ne? Ja, aber auch ein Thema, ne? Ich meine, wenn man selber erfolgreich ist und auch wirtschaftlich selbstständig ist, musste ja vielleicht irgendwann auch jemanden kennenlernen, wo das so ein bisschen auf Augenhöhe passiert. Das ist bei mir ein ewiges Thema, das ist für mich so Kopfschmerzen, weil ich nie die Frau war, obwohl das bei uns im slawischen Bereich ja eigentlich gang und gäbe ist. Wie ich auch gesagt habe, ich wollte ja einen reichen Mann, aber ich war nie die Frau, die das irgendwie so umgesetzt hat. Mhm. Ich war immer die, die irgendwie Männer hatte, die ein bisschen weniger oder viel weniger hatten. Und ich habe die dann bezahlt, auch wo ich kein Geld hatte. So war ich immer. Und das ist jetzt für mich auch schwierig, weil ich muss einen Mann kennenlernen, der eigentlich auf meinem Level ist. Das ist ein Problem, deswegen bin ich bis heute immer noch Single, weil es nicht funktioniert. Okay. Was soll ich machen? Ich kann natürlich auch jemanden nehmen, der ein bisschen weniger hat. Das wäre für mich gar kein Problem. Aber es ergibt keinen Sinn, weil dann muss ich mich um die Person kümmern. Okay. Möchte ich auch nicht. Aber der muss ja nicht zwangsläufig bekannt sein. Nee, überhaupt nicht. Am besten gar nicht bekannt. Ich habe aber letztens drüber nachgedacht, am Ende wird das eh irgendjemand Bekanntes. Aber eigentlich soll die Person nicht so bekannt sein, weil ich will schon die Bekannte sein. Der soll im Hintergrund der kann chillen. Bekannt sein, aber nicht bekannter als du. Doch, das gerne. Das ist auch kein Problem. Aber, guck mal, aber schau dir mal, wenn du dir so Victoria und David Beckham anschaust, ne, das wäre ja sowas. Das ist cool. Hast du schon mal Fußballer gedatet? Nein, will ich auch nicht. Okay. Also ich habe ganz viele DMs von Fußballern. Ich habe da auch mit vielen Freundinnen geredet, auch vielen bekannten Freundinnen. Wir haben alle die gleichen Fußballer in den DMs. Nee, danke. Okay.
Also, ihr seht, es gibt noch viel zu erzählen. Ja, aber hier eine wichtige Station, wenn auch keine Station mit positiven Erinnerungen. Ja, aber, leider. Aber vielleicht hat dich diese Station auch ein Stück stärker gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also es hat mich natürlich geformt und ich habe hier schon gelernt, dass ich echt ein starkes Selbstbewusstsein habe und eine eigene Meinung. Mhm. Als Teenager zu sagen, nein, ich denke so, gegen jemanden Erwachsenen, der eigentlich eine Führungsposition hat und eine Respektposition, das ist schon krass. Ja. Also ich bin sehr stolz auf mich, dass ich immer so diskutiert habe. Ja. Das ist das berühmte Elsterflutbecken. Genau. Der Clara Zetkin Park. Ja, ja, sieht lustig aus. Und was ist hier passiert? Also, hier war immer Party. Mhm. Wir waren natürlich alle jung, wir waren minderjährig, wir hatten keinen Platz, wo wir hingehen können. Die Eltern sollen ja auch nicht wissen, dass wir rausgehen. Dann ist man hier im Sommer hingegangen, ganz viele Leute haben uns getroffen, viel getrunken. Manche haben auch ein bisschen was geraucht, Gras geraucht. Ich natürlich auch, in der Phase, wo ich alles vergessen wollte. Und dann hat man hier auf der Brücke gechillt und aber auch da drüben, da ist so ein runderes Teil, da chillt man auch. Und ich war dann irgendwo auf der Wiese, stockbesoffen, Minirock, rumgetanzt, Musik gehört. Und dann kamen so Jungs zu mir und die haben das schon geplant, glaube ich. Und die haben so gesagt, guck mal die, wie peinlich die ist. Lass dir mal zeigen, dass es nicht geht, was sie macht, dass sie einfach peinlich ist. Lass dir mal zeigen, wer sie ist. Und dann hat mich ein Junge ins Wasser genommen, reingezerrt und reingeschmissen. Ja, vor allen Leuten, hier ins Elsterflutbecken. Krass. Das war so schlimm und ich war den ganzen Abend. Ich bin natürlich, ich habe auf stark gemacht, ich habe nicht geweint, ich habe so getan, als wäre es mir egal. Ich bin natürlich dann hier geblieben den ganzen Abend und habe mit komplett pitschnassen Klamotten weiter hier getrunken und so getan, als wäre alles okay, während mich alle ausgelacht und auch gefilmt haben. Das habe ich oft gemacht. Ich habe das immer in mich reingeschluckt. Ich habe mich auch geschämt, um ehrlich zu sein. Also meine Mama wusste schon, dass ich gemobbt werde und was mir alles so passiert, aber viel habe ich auch nicht gesagt. Weil ich wollte, hallo Mama, die haben mich ins Wasser geschmissen. Diese Mädels und Jungs schreiben mir alle jetzt bei Insta, ne? Das wollte ich gerade sagen. Also die sehen das ja jetzt. Also ja. Die werden sich ja daran erinnern, weil sie sagen, das, ja. Hey Katja, das ist ja die Katja, mit der wir früher hier Zeit verbracht haben, gechillt haben. Und was schreiben die dir dann? Ja, die schreiben halt, ja, das tut mir leid oder ich feiere dich. Und manche machen dann auch einfach TikToks zu meinen Sounds, machen Stories zu meinen Sounds. Und ich denke mir so, warum schämt ihr euch einfach nicht? Warum schämt ihr euch einfach nicht? Aber das war halt einfach normal damals. Ja. Wenn du freizügig warst, wenn du irgendwie auffällig warst, dann warst du halt einfach uncool. Und dann warst du dafür gemacht, dass man dich so behandelt anscheinend. Ja. Und schreibst du denen dann zurück? Also nein. Reagierst du darauf? Nein, ja. Für mich ist das gegessen. Ich vergesse nicht. Aber es ist halt so. Also ich werde jetzt auch nicht so sein, oh, ich will euch jetzt sehen und euch beleidigen. Ich hab alles erreicht, was ich wollte. Okay. Und ich sehe, wo ich bin und wo die sind. Das ist für mich, das reicht mir. Also es sind natürlich jetzt auch viele dramatische und traumatische Geschichten, die du jetzt so erzählt hast. Du wolltest nach Leipzig. Hier sind nur traumatisierende Dinge. Nein, aber ich glaube, dass das Gute daran ist, also wir werden uns ja dann morgen in Berlin nochmal treffen. Da ist ganz anders. Da ist anders und dass man dann vielleicht auch viele Dinge besser versteht, überhaupt versteht, auch anders einordnen kann, die heute Teil deines Lebens sind und die vielleicht auch Mitgrund dafür sind, dass du ja so erfolgreich geworden bist. Ja. Und vielleicht erklärt es aber auch ein bisschen, warum du heute natürlich hier und da auch gerne noch polarisierst. Ja, immer. Ja. Immer wieder gerne. Ja, ja, also insofern. Ja. Aber eine Sache sollten wir uns auf jeden Fall noch gönnen, bevor wir diesen Tag hier in Leipzig beschließen. Weil darauf hätte ich jetzt richtig große Lust. Wow, die haben echt viel. Oh, was mit Feuer? Ja. Oh, Nordlicht. Das ist richtig cool mit Feuer. Aber ich frage, ob das wirklich, wenn das Feuer ist, dann nehme ich das. Nur weil es gut aussieht. Würde ich sagen. Wenn die Flamme so bleibt. Wow. Sieht man die? Man sieht gar nichts. Ich kann nicht mehr. Mensch, Katja, dass wir beide mal zusammen in der Milchbar Pinguin sitzen und ein Eis essen. Hätten wir, glaube ich, auch beide nicht gedacht. Oder? Ja. Vor allem, dass ich noch hier mein Kindereis dabei esse. Legendär. Immer noch gut. Dann sehen wir uns morgen früh in Berlin. Früh auf jeden Fall, aber nicht vor 12. Okay. Also bitte nach 12 mache ich die Tür vielleicht auf. Alles klar, ich klingel auch zweimal. Hallo. Hi. Ich bin Kai. Ich bin die Mama.
Hallo Mama. Wie schön. Ich wusste gar nicht, dass du heute hier bist. Doch. Wie schön. Servus. Oh. Das ist ein richtiges Setup hier. Ja? Wie lange sitzt ihr schon? Wir sitzen seit um 8, bis hier um 12 jetzt. Und wir haben auch eine Überraschung überlegt mit meinen Haaren. Die können ja dann so schnipsen. Dann habe ich andere Haare. Machen so und dann habe ich ganz andere Haare. Die wachsen dann neu. Und also das ist eine Wig, eine Perücke, ne? Und man lässt sie sich dann installieren. Ich habe dafür auch extra zwei Girls. Ich habe da einmal Michelle und Jess. Und die machen mir das. Das ist ja so eine spezielle Technik. Ja. Viel Arbeit, viel Geld. Perücken sind sehr teuer. Ja, gut, aber ich möchte halt auch immer anders aussehen, andere Haarfarben haben. Ich übertreibe doch wie immer. 5 Stunden später, ich habe immer noch mein Ohrring nicht drin. Ja, es geht aber. Irgendwann. Ja, Leute, ich weiß, alle fragen mich, kann man mit den Nägeln überhaupt was? Anscheinend nicht. Sollte dir vielleicht jemand helfen? Nein, ich mach das. Das ist nicht. Jetzt dein Ehrgeiz, dass das. Nein, diese Ohrringe. Soll ich dir den Spiegel halten? Nein, alles gut. Wir gehen jetzt auch hier nicht weg, bis du den Ohrring drin hast. Leider. Stunden später. Mach das mal bitte eine genaue Zeit, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich schwitze. In real life. Ah! Jetzt überleg mal, ich habe ja voll viele Piercings. Die mache ich auch selber rein, dran und raus, ne? Okay. Wie viele hast du denn? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Okay. So, Versuch Nummer 100. 27. Ich glaube, das Ohrloch ist zu, oder? Habt ihr ja schon, du könntest dir helfen lassen. Mach mal bitte. Guck mal hier aufs. Ich hab's nicht geschafft. Ich fühl mich nicht gut darüber. Aber ne, siehst du an, wie schwer das ist? Du hast einfach das Ohrloch nicht getroffen. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ja. Krass. Ja. Zwei Sachen noch mal ganz kurz. Piercing. An welcher Stelle ist ein Piercing am schmerzhaftesten? Also ich habe gestern gesehen, du hast ein Bauchnabelpiercing. Ich hab Intimpiercing, ich hab Bauchnabelpiercing, ich hab Brustwarzenpiercing. Am schmerzhaftesten war Brustwarzen. Das tut wirklich weh. Okay. Und sonst nö, hat eigentlich. Hier auch Helix habe ich. Mhm. In den Ohren. Auch hier habe ich das. Sehr schmerzhaft. Okay. Würde man gar nicht denken. Vielleicht stelle ich hier und da auch mal blöde Fragen, aber das sind Fragen. Mir kann man keine Fragen stellen. Ja, nee, das ist klar, du musst ja auch nicht alles beantworten, wenn du nicht willst. Weil du gesagt hast, also Brustwarzenpiercing hat am meisten wehgetan. Da das ja nicht deine natürliche Brust ist, spürt man sehr da vorsichtig was? Gefragt. Ja, spürt man. Brustwarze an sich behält ihre Empfindlichkeit, ja, auch wenn man. Schon. Mein Gefühl wäre, dass es bei mir albern aussehen würde, ist A, Tattoo, ne, weil ich glaube, es passt überhaupt nicht. Ja. Also so ein Tiger auf dem Arm. Witzig. Und das andere ist Rauchen. Ja. So, jetzt gibt es eine neue Perücke. Genau. Nein, es sind meine Haare. Ja. Komm aus meinem Kopf raus. Ja, ich bin dann mache ich so. Mhm. Oh. Das ging schnell. Ja. So schnell wachsen Haare. Wie viele verschiedene Looks? Perücken, wie viele ich habe? Mhm. Ich glaube, ich habe so 20 bis 30 Stück. Okay. Stehen die auch alle auf so Perücken? Ja, ich habe da hinten ein paar, kann ich dir gerne zeigen. Mhm. Eine kostet so 2.000 bis 3.000, weil man kauft ja eine so für 2.000. Da muss man die noch umfärben, schneiden lassen, kostet auch alles Geld, also sehr teuer. Mhm. Aber ja, was soll man machen? Mir macht Spaß und ich habe einfach Lust darauf. Und wie und wann entscheidest du, welche Katja die Leute kriegen? Ist immer die gleiche Katja, nur mit anderen Haaren einfach. Und das ist bei mir auch so, also es ist ja jetzt nicht nur so für Kamera oder für Musikvideos. Das ist bei mir jeden Tag so. Ich entscheide jeden Tag, was habe ich heute für Haare, was habe ich heute für einen Look. Du meinst ja auch gestern so zu mir, ja, wenn wir bei dir zu Hause sind, dann ist man ja so gechillt angezogen. Aber das gibt es halt bei mir gar nicht. Das gibt es halt bei mir eigentlich nie gechillt, oder? Habe ich irgendwann mal Jogginghose? Nie. So, natürlich sieht es cool aus, ich feiere das bei anderen und so. Aber bei mir, das, was ich in meinen Videos anhabe, ist meist auch das, was ich privat trage. Das ist halt das Geile. Aber gibt es keinen Tag, wo du sagst, heute habe ich keine Perücke auf, heute habe ich keinen Bock auf Perücke, weil ich auf den ganzen Akt und alles was. Natürlich. Also ich habe auch Tage, wo ich mal, also jetzt nicht mehr, weil ich habe meine Haare richtig auseinandergenommen und kaputt. Aber sonst, ich gehe auch gerne ohne meine Perücken raus. So ist es nicht. Aber es muss immer gestylt sein oder irgendwie zusammenpassen, wie ich ja gestern schon gesagt habe.
Und ja. Erkennen die Leute dich noch, wenn du keine Perücke auf hast? Ja, natürlich. Ich glaube, es ist eher das Ungeschminktsein, wo ich dann aussehe wie ein komplett anderer Mensch, aber... Dann hast du auch keine Wimpern und so, also wenn du sagst... Die Wimpern habe ich. Ich habe Wimpern-Extensions. Ah, okay. Es gibt an mir nur ganz wenige Zentimeter, die überhaupt noch echt sind, nur als Info. So. Zum Beispiel? Ich glaube, irgendwo hier am Bein sollten noch ein paar echte Zentimeter sein, die nicht aus Plastik bestehen, ja. Aber ja, ich gehe natürlich auch mal ungeschminkt raus und die erkennen mich aber trotzdem. Okay. Natürlich die Nägel, dann sind es vielleicht die Tattoos oder sonstiges. Also man erkennt mich eigentlich immer. Okay, die Perücken gucke ich mir mal an. Ja, let's go. Das ist dein Thron, wo du dann sitzt, wenn du speist. Ich sitze eigentlich immer da drüben, aber auch auf dem Thron, ja. Wir hatten eigentlich noch mehr Stühle, aber ich habe die jetzt weggemacht. Okay. Ja. Und wer hat dir die Blumen geschenkt? Die habe ich mir selber gekauft. Seid ihr ehrlich, ich habe die gerade eben noch bestellt. Ah, wenn okay. ihr kommt, dass hier Blumen stehen. Mhm. Die sind für euch. Okay. Ja. Ja, hier sind ein paar von meiner Tour, aber das ist uralt. Das ist 2020, 2019 oder so. Das sind uralte Bilder. Ja, aber deswegen wird es ja nicht schlecht. Das war ja wahrscheinlich auch damals ein wichtiger Step für dich. Ja, aber meine erste Tour war richtig toll. Ja. Haben sie auch sehr viel Geld drauf gezahlt. Wir haben da unendlich viel Geld ausgegeben. Du bist in der Benzer Escalade, machst auf Rich und VIP, aber bist broke ass player. Ich weiß, du bist Pablo Player, aber warum hast du dann kein Bartwuchs-Player? Iced out Rift, dich will jede Bitch. Am Ende klärst du Nutten dann vom Bahnhof Player. Dann kam Corona, wir hatten 3 oder 4 Tourstops, ne? 4. Und in München war dann komplett Eskalation. Da mussten wir dann auch mitten in der Tour aufhören, nach Hause fahren. Mhm. Das war traurig. Natürlich dann gehst du wieder auf Tour? Sitzen, auf dem Kosten wird man sitzen. Mhm. Tour, keine Ahnung, ich denke, wenn das nächste Album kommt, dann direkt wieder auf Tour. Also nächstes alles wieder Jahr. Sicher ist und man endlich wieder gechillt alles machen kann, dann geht's wieder auf Tour. Mhm. Dann kommst du vorbei. Dann komme ich vorbei. Ja. Also neues Album gibt's. Gibt's bald, auf jeden Fall. Also wir wollen jetzt wieder ins Studio gehen, wieder anfangen auf gechillt. Ich freue mich richtig. Mhm. Ja. Genau. Hast du schon eine Idee, wie es heißen könnte? Nee, hast du eine Idee? Noch nicht, aber ich könnte mir darüber Gedanken machen. Hm? Nee, mir fällt da wirklich noch nichts ein. Ja. Irgendwas Boss-Bitchiges. All you need is a bitch. Hm? Mein Team sagt immer, ich soll es Crazy Rich nennen. Katja Crazy Rich. Okay. Weil ich bin jetzt Crazy Rich, aber nee. Ich komm bitch, schon wieder love, auf irgendwas. Bitch, Love and Happiness. Kommt doch an, welche... Wir haben ein Herz für Bitches gehabt, das ist okay. Genau. Nur die Bitches zählen. Oh, der ist krass, nur die Bitches zählen. Das wird safe ein Songtitel auf dem Album. Oh, da kommst Leute, du dann in die Referenz rein. Wollte ich gerade sagen, ne? Eigentlich haben wir das auf Kamera. Ja, hier habe ich mein Outfit vorbereitet. Aha. Das mache ich immer so. Ich lege immer mein Outfit dann hin, was ich anziehen will. Ja, total toll. Schöner Rock. Ja, okay. Gut. Ja. Alles, was dazugehört. Mhm. Jetzt deine ganzen Outfits. Gehst du shoppen oder hast du sozusagen einen Personal Shopper, eine Stylistin? Ich habe eine Stylistin. Ich habe jetzt aber jemanden noch angefragt, einen Stylisten, den ich gerade cool finde. Also ich switche da auch, weil ich muss ehrlich sagen, mein Style ist sehr speziell, sehr extravagant. Nicht viele kommen damit klar, wie ich mich kleide und so. Mhm. Aber ich mache auch vieles selber und das merkt man an meiner Wohnung. Ich habe 3 Kleiderzimmer, das ist sehr unordentlich. Ich schäme mich für dieses Zimmer, um ehrlich zu sein. Das hier sind nicht meine Schuhe, by the way. Ich habe irgendwie 500 Paar Schuhe. Das sind nur Schuhe, die ich gerade nicht geschafft habe aufzuräumen. Ich krieg's nicht gebacken, diese Schuhe aufzuräumen. Aber wieso, du sagst, das sind nicht deine Schuhe? Also doch, nicht doch, das sind auch Schuhe ja, von mir, aber das sind nicht all meine Schuhe. Ah, ach so, jetzt hab ich sag mal, so wenig Schuhe habe ich nicht, Spaß. Also okay. Früher wäre ich froh gewesen, wenn ich überhaupt 2, 3 Paar teure Schuhe gehabt hätte. Aber dennoch, man muss ja auch hier die Wahrheit sprechen. Und ich habe halt 500 Paar Schuhe, sorry. Wo sind die anderen? Die sind da, ich habe einen Schuhraum. Der ist unnormal unordentlich. Okay, wir müssen jetzt eins nach dem anderen. Wir gucken uns das an, aber wir sind jetzt hier... So, ja, okay. Fangen wir mal an bei meinen Uhren vielleicht. Es ist ein bisschen durcheinander. Hier sind meine Uhren gerade drin. Hier habe ich die Audemars Ice Out. Das ist dies voll scheu, dies neu, das Candy Pink. Warum lachst du? Ja, süß. Hat mir meine Mama geschenkt, also. Also den Kasten, ne? Den Kasten hat mir meine Mama geschenkt. Genau, ja. Die Uhren nicht, das wäre auch schön. Aber ich schenke meiner Mama Uhren, das ist auch schön. Mhm. Also, ja, so hier Uhren halt, Mensches. Guck mal, ja, aber also für mich, ne? Ja. Das ist im Grunde mit Uhren bei mir genauso wie mit Brust-OPs, wenig Erfahrung. Ja.
was haben die ungefähr für einen Wert? Die, achso, die, sorry, die hier 40.000, die genau. 40, das ist eine Audemars. Die kostet so ungefähr 45 laut Preis, der jetzt draußen gehandelt wird. Mhm. Und die, ist ganz süß. Die drüber, die da jetzt rechts, die wird gerade so auf 60.000 gehandelt im Netz. Also genau. Ist ja auch, okay, auch eine gewisse Wertanlage. Genau, und dann habe ich ja hier noch die Cartier-Sachen. Da kostet, boah, da bin ich auch überfragt, 15.000, das hier, also, das Love. Ich denke mal, es ist eine Viertelmillion da drin. Also. Ja, ich denke auch. Wir haben letztes Mal überlegt, dass da eine Viertelmillion wahrscheinlich drin ist. Ich habe ja dann noch hier diese Cartier-Teile. Alles zusammen wird. Die Ringe und dann noch diese anderen Vollgold-Sachen. Mhm. Ja, genau. Ja, aber es ist doch schön, dass wir uns um dich keine... Macht euch gar keine Sorgen um mich. Mir geht's gut. Aber man muss auch sagen, ne, wenn dieser Flex schon ist, ich habe schon allein bei Herz für Kinder 150.000 Euro gespendet. Ja, ja. So ist es ja nicht, ne? Also ich gebe ja auch für andere aus, ne? Weil ja. Es geht nicht nur darum, dass man flext für sich selber, man muss auch für andere flexen. Also bei mir ist das halt so. Ja, du machst ja wirklich auch viel für deine Community, ne? Ja, übertrieben. Also manchmal, dass du... Dieses Jahr wieder. Ich habe irgendwann gesehen, da warst du iPhones einkaufen, ja. Und hast die dann sozusagen verlost verschenkt. Mhm, genau. Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass Leute dir manchmal auch Rechnungen schicken und sagen, ja. Ey, ich kann die gerade nicht bezahlen. Dann zahle ich die. Aber wie checkst du denn, dass die Leute nicht ausnutzen? Kann man nicht. Ich muss ehrlich sagen, kann man nicht. Ich muss meiner Community einfach Vertrauen. Also es kann natürlich sein, dass vielleicht mal einer dabei ist, der sagt, hey, jetzt habe ich Geld bekommen. Mhm. Aber das ist es mir wert, das Risiko einzugehen, weil meine Community vertraut mir auch. Mhm. Wenn ich sage, ey, ich bringe ein Produkt raus, die kaufen das, das sind wie verrückt, die kaufen nach einer Stunde alles ausverkauft. Mhm. Es gibt fast keine Künstler, die so krass stark sind im Verkaufen. Mhm. Das heißt, meine Community ist so stark. Und deswegen denke ich mir, wenn die mir so vertrauen, vertraue ich denen auch. Und wenn dann mal was dabei ist, was jetzt irgendwie ein Flop ist, dann ist es halt so. Okay. Ich möchte trotzdem nicht... Ich möchte da nicht ängstlich sein. Okay. Das ist das Ding. Wow, und ich gehe auch oft zu denen nach Hause und dann sehe ich ja auch, wie die leben. Okay. Und wir waren jetzt letztes Jahr... Das heißt, wenn jetzt jemand dir schreibt und sagt, hey Katja, ich bin Mutter, habe 3 Kinder. Genau, so war das auch. Ja, ich kann meine Miete nicht zahlen Kindern. Oder keine Ahnung, ich kann den Kindern nicht zu Weihnachten kaufen. Genau. Dann gehst du da wirklich hin und guckst dir das an, ob das so ist. Genau, wir fahren dann darüber, egal wo die Person lebt. Mhm. Entweder fliegen wir, fahren wir, je nachdem. Letztes Jahr waren wir auch bei einer Mama, ich glaube auch, das waren 3 kleine Mädchen. Mhm. Die hatte wirklich gar kein Geld, die hat von Hartz IV gelebt. Man hat das auch gesehen, das ist wirklich Armut gewesen. Und dann haben wir halt einfach geholfen. Wir sind erstens einkaufen gegangen, damit nicht nur das Geld da ist und sich komische Dinge gekauft werden, sondern dass die Kinder haben, was sie wollen, konnten sich alles aussuchen. Mhm. Kennst du noch früher diese Sendungen, wo man als Kind dann in die Läden rennen durfte und alles nehmen konnte? So viel man tragen konnte. Genau, und das konnten die machen. Okay. Da ging es aber nicht ums Tragen, die durften wirklich alles nehmen. Und dann habe ich ihr aber noch Geld gegeben. Mhm. Also wir versuchen immer, alles zurückzugeben. Also ich im Trilon halt. Okay. Es macht halt Spaß, weil ich weiß, wie es ist, arm zu sein. So, wenn du jetzt gewusst hättest, dass wir heute kommen, dann hättest du es aufräumen können. Nee, aber so. Dann hätte ich mir Schränke kurz einbauen können. Ah, so darum schlimm. Geht's. Oh Gott. Hier sind keine Schränke drin. Hier deswegen, das meine ich. Aber Boxen. Guck mal, hier es ist Chaos. Es ist Chaos. Ich kaufe alles, was ich sehe. Ernst gemeint. So, das sind Schuhe. Die kosten, glaube ich, 2.000 oder so. Mhm. Und die stehen hier einfach so zusammengegangen. Dings. Kurze Frage, ne? Weil, hast du sie jetzt gekauft, weil sie dir gefallen oder weil sie 2.000 kosten? Auch. Also ich habe die gekauft, um dir das zu sagen, wie viel die kosten. Wie oft hast du, aber auch doch, hast du, wir sind ja schon ein paar Mal getragen. Also ist ja ich trage die gerne, ich liebe die. Okay. Ich habe davon noch mehrere, ich liebe die sehr. Ich habe auch die Moon Boots. Das sind günstige Schuhe, ich glaube, das erkennt man auch. Das ist so für Videos, Musikvideos. Okay, gut. Noch nie benutzt, aber. Ja, aber Chaos ist ja nicht, weil du hast ja schon eine gewisse Ordnung hier drin. Ja, aber ich bin halt so, eigentlich wollte ich mir hier einen kompletten Einbau-Schuhschrank machen, aber ich bin nie dazu gekommen. Ich habe die Zeit nicht. Ja. Ich schaff's einfach nicht. Und deswegen staut sich das hier an. Hier hinten sind auch noch komplett Schuhe. Vielleicht ich habe 2 Keller, wo Schuhe drin sind. Vielleicht würde das mit den Schränken schneller gehen, wenn Cartier Schränke machen würde. Dann wäre es ganz einfach, aber nur wenn die 2.000 Dior, pro Fach kosten, dann würde ich die kaufen. Das ist cool. Vielleicht habe ich jetzt schon wieder. Er disst mich einfach immer. Nein, vielleicht habe ich jetzt schon wieder eine Idee gedroppt. Ja. Ja, vielleicht kommt jetzt irgendeine Luxusmarke mit Einbau. Ja, oder so ein Rolex-Schrank. Ja, ich wäre die Erste, die es kauft. Nein, ich disst dich gar nicht, aber. Nein, Spaß. Aber klar, das ist ja ein anderes Leben, was du lebst. Ja. Ja. Vor allem, wenn man das auch mit gestern vergleicht, ne? Auch, ja. Das ist ja aber auch das ist auch ein anderes. Also, du lebst auch ein anderes Leben, als ich es lebe. Ehrlich? Naja, ich habe ein paar Sneaker und so, ne? Aber ich habe jetzt
ich habe überhaupt keine teure Uhr. Also weil ich weiß, ja, Uhren, aber das ist ja auch so ein Ding. Deswegen ist es völlig okay. Also ich kenne ja auch viele Leute, die Uhren sammeln. Wir haben ja gestern gequatscht, ne? Mhm. Also du kommst aus so, du meintest mittleren Verhältnissen. Also euch ging es normal, gut. Normalen ganz normal einfach. Ja. Ich habe ja gestern auch gemeint, für mich wäre das aber reich gewesen. Mhm. Und bei mir ist es, glaube ich, und bei vielen, die auch im Rap sind, so, wir kommen von so weit unten, dass das so wie unser, das ist so eine Trophäe. Das ist so, haha, ich hab's geschafft. Und deswegen habe ich so viel davon. Okay. Das ist einfach so, ich war so weit unten im Dreck, ich hab davon geträumt nachts. So, und das muss. Das würde ich das übrigens, war wirklich, das war mein Träum, das war mein Kopf drin. Ja. Ich würde übrigens, ich kann heute eine eigene Liste machen, weil so eine Uhr würde ich meiner Liste noch hinzufügen, neben Tattoos und Rauchen. Ja? Was so gar nicht. Also, und alles, was ich habe. Nein, gar nicht, was du hast. Doch. Sondern stell dir vor, ich würde mit so einer Uhr ankommen. Das wär fresh. Ja, genau. Sondern noch so ein Tattoo, Playboy. Genau. Vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Extreme Makeover. Ey, wir machen Makeover, ich komme vorbei, ich mache alles. Ich mache dir auch Lashes, alles gut. Was sind Lashes? Wimpern. Ach, Wimpern. Weißt du, das kann man als Spanier auch machen. Ja, okay. So Wimpern-Extensions. So, die. Genau, hier sind ein paar Perücken, weil man muss ehrlich sagen, die sind alle im Keller drin, irgendwo in der Box, aber. Das sind so die ich halt oft benutze, die mir wichtig sind. Das ist zum Beispiel, die ist 1 Meter lang. Das hat mal ja jemanden gehört. Das hat mal wirklich eine Person so lange Haare abgelassen. Das sind 1 Meter lange Naturhaare. Und die sind komplett Naturhaare, ja. Wow. Ich denke mal, dass es asiatische Haare sind. Okay. Und ja. Natürlich, die Haarfarbe ist auch natürlich. Mhm. Hier sind noch ein paar mehr. Also das sind so, ich liebe halt diese bunten Style, wollte das unbedingt machen. Gut, das ist das Instagram-Zimmer hier. Ja, hier kann man noch gerne reingehen. Das ist dein reales Schlafzimmer? Nein, das tut nur so. Ich schlafe dann eigentlich in der Kammer. Nein, das ist natürlich mein Schlafzimmer. Okay. Das ist mein Bett, gesagt, angefertigt auch. Ja. Aber deswegen habe ich eben so ein bisschen scherzhaft gesagt, das sieht ja so ein bisschen so aus wie so ein Zimmer in so einem Instagram-Museum. Ehrlich? Also, ja, so ein bisschen so dieses. Finde ich gut. Ja. Hier wird ja nun allem, du hast ja gesagt, es wird ja auch Content gemacht und alles mögliche. Du bedienst ja nun verschiedene Kanäle und Plattformen. Ja. Wie entscheidest du, was auf welche Plattform kommt? Ja, also es ist ja eigentlich relativ easy. Wenn ich Musik mache, weiß ich ja, dass es auf YouTube kommt. Mhm. Wenn ich Bilder mache, dann weiß ich, okay, das ist jetzt ein Insta-Bild, das mache ich dann gezielt. Also es ist nicht so, ich mache ein Bild und sage, das kommt da oder da. Und wenn ich jetzt OnlyFans mache, ist es ja auch meistens so, dass ich mir so eine riesen Suite buche. Ich buche mir dann so eine Präsidenten-Suite, gehe da hin und mache da Content, weil das ist halt auch was Besonderes. Die Leute abonnieren mich, die zahlen Geld und die wollen was Nices sehen. Und das ist natürlich halt 18 plus so. Und das kann ich dann nicht auf Insta machen, das geht einfach nicht. Klar. Gut. Da war ich gesperrt. OnlyFans ist so ähnlich wie bei Brust-OPs und. Aber das ist die Liste. Die hat sich jetzt schon gestaut. Nein, du hast gerade das Thema aufgemacht. Und ich habe ja heute die Chance, Sachen zu fragen, von denen ich wenig bis keine Ahnung habe. Wenn du sagst 18 plus und da ich ja dann auch deinen Account nicht kenne, wie weit geht das? Also wie freizügig ist das? Was sieht man alles? Man kann alles sehen, was so aus meinem Körper gibt. Also es ist sehr freizügig. Es ist halt OnlyFans. Okay. Genau. Das heißt, du bist komplett nackt? Ja. Okay. Mit allen Details? Ja, also kann man gerne mich abonnieren und gucken, Leute. Aber, ja, klar. Wenn ihr euch davon erlaubt. Nein, Moment, das ist schon klar. Aber ich glaube, es ist ja nicht jeder auf OnlyFans. Ja, natürlich. Ne? Also es sind auch viele auch zu jung dafür. Also es gibt auch viele Abonnenten, die das gerne hätten bei mir. Aber es gibt auch genügend, die alt genug sind und trotzdem nicht auf OnlyFans sind. Ja, das stimmt. Also das ist schon eher. Ja, wie soll man das sagen? Ist das pornografischer Inhalt? Nein, also pornografisch ist ja sexuell. Also es ist halt. Manche sagen zu mir, ich bin nackt, obwohl ich ein Bikini anhab. Mhm. Es ist so ein Ding, was so, das kannst du anders definieren. Mhm. Vielleicht finden Menschen Nacktheit pornografisch. Aber für mich ist pornografisch eine sexuelle Handlung mit jemand anderem. Okay, das ist für mich halt, ich mach das nicht. Na gut, pornografisch kann ja auch eine sexuelle Handlung an dir selbst sein. Ja, okay, dann ist es vielleicht pornografisch. Also das gibt es? Ja, das gibt's, aber das gab es auch schon Ewigkeiten, das war ja schon seit Jahren, vor OnlyFans. Und was macht OnlyFans so in deinem gesamten Business aus? Also ist das, weil man das hört ja immer so, wow, das gibt Frauen, die auf OnlyFans unglaublich viel Geld verdienen. Ja, natürlich, also gibt's, ne? Es gibt auch Frauen wahrscheinlich, die nicht so viel Geld verdienen. Also falls es gerade eine Frau sieht, das heißt nicht, dass man sofort Superstar wird, nur weil man sich da auszieht. Man muss wirklich sagen, ich feiere das, ich bin gerne nackt, ich denke an meine Zukunft, vielleicht will ich Kinder haben, da muss man über alles drüber nachdenken. Ich war schon, seitdem ich denken kann, eine freizügige
einzige Frau, auch wo ich minderjährig war. Ich fand das immer toll, mich macht das super glücklich. Mhm. Wenn man mich fragen würde, das ist mein Lieblingsjob. Mhm. Danach kommt erst Musik. Und was war noch die Frage? Weil ich wirklich? Also, du würdest das sagen, ist, ich liebe das. Okay, das steht vor der Musik. Das ist, es steht nicht vor der Musik als Priorität, aber was mich wirklich richtig erfüllt im Herzen, ist das. Und alle sagen immer, ey, hast du eine Macke, aber das macht mich einfach glücklich. Okay. Genau, und das ist ja auch das Ding, ich wurde ja in der Schule schon für diese Freizügigkeit und diese offene Art gemobbt und habe sogar das mich nicht kaputt machen lassen. Also ich habe ja da sogar, obwohl ich wirklich gelitten habe, weitergemacht. Mhm. So sehr war mir das wichtig. Mhm. Und jetzt bin ich so stolz, dass es diese Seite halt gibt, weil ich erstens damit Geld verdiene, zweitens bin ich halt die erfolgreichste Frau auf dieser Plattform in Deutschland. Okay. Und das ist halt krass. Ich denke auch, dass es in Deutschland, Österreich, Schweiz ist, aber Deutschland weiß ich auf jeden Fall hundertprozentig. Und das ist halt für mich so, ich bin stolz darauf. Ich weiß, dass viele das auch verwerflich finden. Ich liebe das, weil ich bin so, ich sage, ich bin eine Bad Bitch, aber ich bin halt wirklich eine. Und dann gibt es halt auch Menschen, die ziehen sich eine Uniform an und tun so, als wären die so. Aber ich mache halt auch Onlyfans. Mhm. Und dann gab es ja auch viele Diskussionen mit alten Leuten, mit denen ich gearbeitet habe. Ganz ehrlich, du musst seriöser werden, wenn du das machen willst. Was heißt mit alten Leuten, mit denen du gearbeitet hast? Alte Managements. Ach so, okay. Von früher, die ich ja... Nicht vom Alter, wie jetzt höre ich das. Nein, nicht vom Alter. Das sind einfach Leute, mit denen ich nicht mehr arbeite, wo auch kein böses Blut ist. Aber die meinten natürlich, ganz ehrlich, du musst halt ein bisschen überlegen, willst du das oder das? Mhm. Es gibt keinen zusammen, es gibt keinen... Du kannst jetzt eine Geschäftsfrau sein, aber Onlyfans machen oder halt whatever, freizügig sein. Und ich habe gesagt, es gibt das und das in meiner Welt. Ich mache das, koste, was es wolle. Ja, aber dann springen Werbepartner ab. Die Werbepartner interessieren mich aber nicht. Mhm. Es ist mir egal. Und ich habe jetzt mittlerweile Werbepartner, die mit mir gerne arbeiten. Ich habe ein Getränk, was sehr extrem erfolgreich ist, wo wir weitaus über 10 Millionen Dosen Ich saß in der DSDS-Jury und all das, obwohl ich Onlyfans habe. Mhm. Und das wollte ich immer beweisen. So, ich kann das beides machen und ich kann ernst genommen werden. Nochmal eine technische Frage zu Natürlich Onlyfans. Natürlich gibt es immer noch Hater, aber das ist ja was anderes. Ja. Nochmal eine technische Frage zu Onlyfans. Ja. Wie kann man verhindern, dass diese Inhalte, die ja dann doch auch für diese Plattform gedacht sind, dass die nach außen gehen? Wir haben dafür einen Mitarbeiter, der checkt, das ist sein ganzer Alltag, ist einfach nur zu checken und zu löschen und zu checken und zu löschen. Man darf eigentlich da auch gar keine Screenshots machen. Aber das geht theoretisch. Das ist auch rechtlich verwerflich. Aber es geht theoretisch, weil es gibt ja zum Beispiel... Ja, man kann alles machen. Ich könnte jetzt sagen, es geht nicht. Auf den Fußballplattformen zum Beispiel kann man ja von Spielen keine Screenshots machen, die sind ja immer schwarz. Man nimmt das aber mit einem anderen Handy auf. Genau, also man kann theoretisch auch Snapchat leaken. Also man kann alles leaken, wenn man das möchte. Das wäre auch eine Lüge, wenn es nicht geht. Wir sind alle smart, wir wissen, wie man das Internet benutzt und Handys. Aber wir haben, wie gesagt, da jemanden, der da rechtlich halt immer vorgeht, der für uns arbeitet. Und bis jetzt alles eigentlich immer top gewesen. Okay. Ja. Aber da sollten sich Frauen auch überlegen, weil manche, die gehen dann auch zu weit. Die sagen dann, ey, okay, denen reicht das vielleicht nicht, dass ich mich gerade ausziehe. Jetzt mache ich mehr und habe irgendwie was mit einem Mann oder so. Das muss man sich vorher überlegen, weil ich kenne auch meine Grenzen so. Wo ist die Grenze? Momentan mache ich halt nichts mit irgendwie mit einem Mann oder solche Sachen. Ich mache aber Content mit Frauen, habe ich schon immer gemacht. Okay. Ich habe ja damals auch was mit Michaela gedreht. Das war auch vor Onlyfans schon. Das war auch so, da haben wir uns angefasst und whatever, waren nackt. Das habe ich auch schon gemacht. Aber mit einem Mann habe ich bis jetzt nie irgendwie was gedreht. Also klar, ja, also nie vor Onlyfans. So. Habe ich irgendwas gemacht. Veröffentlicht. Du hattest schon mal einen Freund, aber noch... Genau, ich habe nie was für Onlyfans veröffentlicht, was ich filme. Und klar, aber das Ding ist, ich bin ein Mensch, ich mache einfach das, was ich fühle. Spannend. Also spannend insofern, weil ich... Ich habe ja auch meinen Code hier, ne? Ah. Sorry, dass ich hier reinrede. Scan das! Das wird eh nicht mehr gehen, glaube ich, oder? Bin ich sicher. Das heißt, logischerweise, so, das heißt wie so ein QR-Code, wenn man da drauf geht, kann man zu einem Onlyfans. Was sagt die Mama dazu? Der ist das vollkommen. Ja? Boah. Soll ich sie mal fragen, ob das wirklich so ist? Kannst du gerne machen, aber nicht vor der Kamera. Die will ja nie vor die Kamera, aber ich bin da auch so ein Teil davon. Aber man kann sie ja hören. Mama, wir haben gerade über Onlyfans gesprochen. Hast du dir das schon mal angeguckt, was Katja da macht? Guckst du dir das an? Ja, ich weiß alles, was sie macht. Ja? Also das heißt, du guckst dir das auch an? Nein. Ja? Als ob sie da jeden Tag rumscrollt. Nein, nicht jeden Tag, aber die Frage ist ja, ob sie es schon mal gesehen natürlich, hat und sie hat ob, sie, natürlich. Ob sie auch eine Meinung dazu hat. Ich habe Meinung. Ja? Katja ist erwachsen und eine Geschäftsfrau und sie darf und kann machen, was sie will. Okay. Yes! Wenn sie glücklich ist damit. Dankeschön, voll süß. Ja, danke. Also sie hat richtig geredet, wie ein Löwe würde man sagen, wie ein Löwe. Mama steht für dich ein. Ja. Ja, ich will nicht sagen, was gelernt, aber was Spannendes erfahren. Wenn du Tipps brauchst, ich bin da. Wenn ich Tipps brauche, okay.
Ja, also auch das ist natürlich Teil meiner Videos. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich bin immer gespannt auf Geschichten und wie es denn so im Leben von Menschen läuft und warum Dinge dann auch so sind, wie sie sind. Ja. Und es ist ja trotzdem, du hast ja viel Erfolg mit dem, was du tust. Mhm. Ne? Und ja, da gibt es viele verschiedene Wege, die dahin führen. Ich würde nie jemanden verurteilen dafür, dass er das tut. Also ich bin da völlig frei und sage, es ist ja am Ende dein Leben. Ja. Ich glaube, man muss sich hier und da Gedanken über die Vorbildfunktion machen. Ne? Also es ist gut, starke Frauen zu haben und Frauen, die ihren eigenen Weg gehen. Deswegen muss nicht jedes junge Mädchen irgendwann davon träumen, Onlyfans zu machen, weil man glaubt, dass man da wahnsinnig viel Geld verdient. Genau, deswegen meinte ich das ja auch am Anfang, dass es so, ich verdiene viel Geld damit. Mhm. Aber nur weil man sich jetzt auf einmal auszieht, heißt es nicht, dass man dann Geld verdient. Das ist auch eine Typsache, weil auch nicht jeder damit klarkommt. Natürlich, ne? Also genau das ist es. Hast du schon mal so ganz zufällig jemanden auf der Straße getroffen? Also das stelle ich mir so komisch vor. Weißt du, wenn du so kommt irgendeiner auf der Straße zu dir und so, oh Katja, oh cooles Video gestern. Auf OnlyFans. Da kann man sich ja sehr viele Gedanken dann dazu machen. Ja, ach, die sollen doch machen. Die sind doch glücklich. Nein, aber trotzdem ist das ja, also du wirst ja auch über sowas mal nachdenken. Also das kann man ja nicht immer nur von sich wegschieben. Nee, ich schiebe das auch nicht weg, aber ich, wie gesagt, ich mag das einfach. Also mir macht das halt einfach Spaß. Ich bin schon immer so gewesen. Wo ich klein war, fand ich das schon immer cool und witzig. Ja. Nee, danke für die Offenheit. Also das ist ja sehr gerne spannend. Immer. Spannend zu hören. Okay. Ich brauche schon ein bisschen mehr. Ach, danke. Ich rauche auch noch eine kurz. Ah. Das brauche ich jetzt. Okay. Mann, du willst alles. Mhm. Schick. Danke. Mhm. Ein typisches Alltagsoutfit. Ach, das ist tauglich für jede Situation im Leben. Das ist ein Alltagsoutfit, ja? Okay. Die Kette könnte ich mir ja auch mal ausleihen. Ja, voll gerne. Willst du mal um? Mach die mal bitte um. Kai. Ja. VVS Diamonds. Die geht nicht zu. Schade. Ach, doch. The drip is real. Krasse Kai. Der krasse Kai. So, hier chillst du dann? Genau. Da ich ja heute sozusagen die Freikarte habe, alles zu fragen, muss ich die Chance natürlich auch nutzen. Ich würde gerne wissen, ich glaube, du hast gestern gesagt, Nase war das Erste, was du hast operieren lassen? Ja, ich denke schon. Ja. Das war was mich am meisten gestört hat. Mhm. Und danach die Brüste. Okay. Beides in Tschechien bei der gleichen Ärztin noch. Was kam dann alles noch? Also wenn wir Mensch. Naja, deswegen frage ich. Also, ich habe mir als Erstes die Nase gemacht. Die hat mir dann aber nicht gefallen. Ich hatte wirklich ich hoffe, ich finde ein Bild, dann schicke ich dir das, dann kannst du es einblenden. Ich hatte halt diese osteuropäische Hakennase, was eigentlich nichts Schlimmes ist oder so, aber ich habe es mit meinem Vater verbunden, ich wurde gemobbt. Es hat mir einfach nicht gefallen. Ich wollte mich nie von der Seite zeigen. Das heißt, wir müssten immer so reden. Die Kamera dürfte mich dann nicht filmen. So schlimm war das. Danach habe ich die Brüste gemacht. Das war schon immer mein Traum. Ich wollte immer gemachte Brüste haben. Keine Socken mehr reinstopfen. Keine Socken mehr, endlich. Und dann konnte ich mir das ein bisschen leisten. Habe es natürlich dann leider verfuscht. Daraufhin folgte dann als allererstes die zweite Brust-OP. Das heißt Nase, Brust, Brust. Ich finde auch eine Frau, so wie sie aussieht, wie sie geboren ist, wunderschön. Für mich fand ich das halt nicht schön und ich möchte unnatürlich aussehen. Jetzt, meine Brüste sehen gar nicht so groß aus, muss man ehrlich sagen. So operiert sehen die jetzt auch nicht aus, aber wenn ich dann... Naja, weil dann ja auch noch ein paar andere OPs, glaube ich, folgten, die genau, die dann... auch schlau, stimmt. Genau, und das ist halt dann der Punkt. Dann hatte ich halt zweimal die Brüste, zweimal die Nase, die habe ich dann nochmal gemacht, weil mir das nicht gefallen hat. Jetzt bin ich relativ zufrieden. Eigentlich will ich noch so kleine Änderungen machen, mache ich aber nicht, weil es irgendwann auch gefährlich wird, es irgendwann auch noch mehr wehtut. Was sind denn kleine Änderungen? Meine Nasenflügel sind nicht gleich groß. Sowas. Ja, so, das nervt mich. Das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich dich gestern gesehen habe. Ja, das ist ihr, oh mein Gott, ich kann nicht mit ihr reden. Wirklich zwei unterschiedlich große Nasenflügel. Ja, ich weiß. Also die Leute, die denken sich auch, gut, also sie hat eine Macke, aber ich weiß. Also zweimal Nase, zweimal Brust. Genau, natürlich zwischendrin habe ich immer die Lippen mir aufspritzen lassen mit Hyaluron, ohne mal schmerzhaft. Also an alle, die das machen wollen, es tut weh, es kann sehr viel passieren, es ist Heckmeck, es ist teuer. Das habe ich gemacht. Dann hatte ich eine Phase, da habe ich mir hier Hyaluron reingemacht, das haben mir Mädels fast alle gemacht, die so OP-Freaks sind. Hier Hyaluron rein und hier. Das heißt, ich war so ein bisschen Kastengesicht. Ich versuche es dir irgendwo zu finden, so ein Bild.
dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, das ist echt nicht schön. Mhm. Da habe ich auch gesagt, okay, da habe ich mal falsch gedacht. Mhm. Habe mir alles rausmachen lassen. Das heißt, Hyalase, das löst man dann auf. Mhm. Das hatte ich auch, das war ein Fehltritt. Botox habe ich ein bisschen. Und was habe ich noch? Achso, den BBL. BBL bedeutet Brazilian Butt Lift. Mhm. Das heißt, man nimmt mir Eigenfett aus meinem Körper, mhm, zum Beispiel aus meinem Rücken, aus meinen Oberschenkeln, aus meinen Oberarmen, mhm, etc., wo man Fett findet, und macht es in den Po rein. Mhm. Eigenfett. Mhm. Das ist so, man sagt, die gefährlichste OP, die es oft, also gefährlichste Schönheits-OP, die es auf der Welt gibt. Mhm. Man kann das in Deutschland machen mittlerweile. Ich war aber in Marbella. Mhm. Ich habe mir auch einen meiner Meinung nach der besten Ärzte ausgesucht, wo ich mir sicher bin, da kann nichts passieren. Aber es gibt keine Sicherheit. Okay. Mir hätte auch was passieren können. Mhm. Und auch kurz nach der OP habe ich es so bereut. Mhm. Ich hatte extreme Schmerzen. Ich hatte keine Kraft, mich selber zu waschen. Ich musste gewaschen werden von der Krankenschwester, die ich dann bezahlen musste, dass sie jeden Tag zu mir kommt, die mir auf Toilette hilft. Also das war krank. Aber eigentlich, ich wünschte mir schon, dass es diese OP einfach nicht gibt. Mhm. Dass sie überhaupt niemand macht, dass man gar nicht dazu kommt in diese Versuchung. Mhm. Weil es ist tödlich. In Deutschland sind auch Menschen gestorben. Kann tödlich sein. Ja. Genau, es kann tödlich sein, sorry. Mhm. Und in Deutschland sind auch Menschen daran gestorben und das finde ich halt kacke. Und ich habe es aber trotzdem gemacht. Genau, ich habe es gesagt, ey, ich nehme das Risiko in Kauf und das ist heftig. Wollte ich gerade sagen, aber dann muss doch der Need so groß sein, also wenn man bereit ist, das Risiko zu gehen. Ja. Ist das am Ende auch eine Form, ist das auch eine Form von Sucht? Also, dass man, ja, doch, das ist eine Sucht, definitiv. Dass man damit anfängt, sagt, oh, die Nase, und dann findet man kein Ende mehr? Ja, ist es auch. Also ich bin eigentlich kein Suchtmensch. Ich bin weder mit irgendwelchen, also ich habe nie irgendwie Drogen genommen. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Kiffen. War auch nie eine Sucht. Alkohol, gar keine Sucht. Ich hatte noch nie von irgendwas eine Sucht, außer Rauchen und Schönheits-OPs. Mhm. Da ist wirklich, also da habe ich auch dann eine Sucht gehabt bei den OPs. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, stopp. So, jetzt reicht's erstmal. Genau. Kommt noch was? Ich sag so, ich habe aufgehört. Ja, es kommt noch eine OP. Nee, aber ich hätte gerne eine. Ich muss aber ehrlich sagen, ich ziehe das jetzt schon 2 Jahre in die Länge, weil ich mich nicht traue. Mhm. Ich hätte gerne nochmal eigentlich meine Brüste gemacht. Das wollte ich so oder so schon immer haben, dass sie größer sind. Aber ich traue mich nicht. Und das ist erstmal, es bleibt doch erstmal so. Und jetzt hast du ja gestern selber schon gesagt, dass durchaus auch Familie, Kinder und so weiter, das ist ja alles ein Teil deiner Lebensplanung. Ja, wahrscheinlich. Also bei mir ist immer so, ich bin jede Woche anders. Es gibt Wochen, da sage ich, oh, ich würde schon gern irgendwie mal, wenn ich einen Partner habe, ein Kind haben, weil ich liebe Kinder so sehr. Ich liebe, mit Kindern Sachen zu unternehmen. Das ist für mich das, also mit meiner Familie auch, das ist für mich so toll. Aber dann denke ich mir wieder, eigentlich will ich gar nicht. Eigentlich bin ich voll das Baby und muss mich eigentlich erstmal um mich selber kümmern. Nee, das muss ja auch nicht heute, das kann ja auch in 10 Jahren noch sein. Ja, genau, aber ich meine nur, dass ich mir dann denke, vielleicht will ich gar keins. Mhm. Das habe ich auch manchmal. Also das ist ja, unsere Generation ist ja immer so am Wanken. Mhm. Es gibt ja auch viele Freunde, die ich habe, die sagen, ich möchte definitiv kein Kind. Weil dann müsstest du dir ja quasi die nächste Frage stellen, wie ist das sozusagen, also wenn du als Mama im Kindergarten angefangen, später zur Schule. Die werden mich alle hassen. Ich werde die Mama sein, die kommt dann mit entweder mit Lambo oder mit der G-Klasse und die kommt dann halt mit langen Nägeln. Oder vielleicht mache ich mir die auch kurz, wenn es sein muss. Das wäre auch überhaupt nicht schlimm. Aber so halt gemacht. Mhm. Ja. Aber man müsste sich ja, also da du ja selber erlebt hast, wie das ist, vielleicht auch aufgrund von Äußerlichkeiten Nachteile zu haben, gemobbt zu werden, müsstest du dir als Mama Gedanken darüber machen, was das ja auch für dein Kind bedeutet. Voll, bist es ja nicht mehr du, sondern es ist 100%, ja 100%, das wäre mir das Wichtigste, dass mein Kind nicht durch mich irgendwie ausgegrenzt wird, aber das kann man halt auch nicht verhindern. Also ich kann ja jetzt auch nicht sagen, okay, ich kriege jetzt ein Kind. Also das würde ich nicht machen. Ich würde nicht sagen, ich habe jetzt ein Kind und ich bin jetzt normal, so wie die Menschen das von mir möchten, damit die nicht was Böses sagen. Also, wie geht's denn mit der Musik jetzt weiter? Ja, Musik sind wir am Machen. Wir wollen jetzt wieder am neuen Album arbeiten. Wir haben ja auch schon 4 erfolgreiche Alben rausgebracht, alle auf 1 gegangen. Da hinten sind die Awards, die Platz 1er hinter dem Stuhl, wo Atan sitzt. Danke. Also jedes Album, was du bisher gemacht hast, war auf 1. Genau. Ja. Das ist unglaublich und wir sind immer erfolgreicher geworden. Also wir haben auch immer mehr Boxen verkauft. Mhm. Das war halt krass. Jetzt bei diesem Album haben wir Stopp gemacht, weil wir gesagt haben, ey, wir wollen, dass dieses Album ganz besonders ist. Und haben dann gesagt, bei 15.000 machen wir Stopp, aber sonst hätten wir auch 30.000 verkauft. Mhm. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen im Musikbusiness, ist es eigentlich eine Rarität. Es gibt 2, 3 andere, die maximal auch so viel verkaufen. Mhm. Da bin ich sehr dankbar, das ist wieder die Community-Sache. Mhm. Weil das ist halt einfach bei mir die Community. Mhm. Das sind einfach echte Menschen, die wirklich sagen, ich kaufe das. Und natürlich möchte ich noch ein Album machen und so viele, wie es geht. Mhm. Und wir haben uns jetzt ein bisschen eine Auszeit gegönnt, aber jetzt langsam so haben wir gesagt, wollen wir wieder Musik machen. Und läuft. So, ich könnte jetzt was essen. Ich weiß nicht, auch. Ja.
Was schlägst du vor? Döner. Ja? So, das ist jetzt deine Empfehlung, ja? Bester ja. Döner? Also für mich ist das der Beste. Ich finde den guck, unglaublich haben auch lecker. Der Gerät. Der Gerät? Der Gerät. Auch beim Döner bestellen, die Haare müssen gekämmt werden. War eine gute Idee, Döner zu essen. Sehr gut. Jetzt wollen alle Döner essen, ganz Team will jetzt Döner. Ja, genau. Oder wer hätte jetzt auch gerne einen Döner? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und mit was ihr es mögt. Für mich ohne Zwiebeln und ohne Knoblauch. Für mich mit Zwiebeln und Kräutersoße, weil es ist egal. Es muss schmecken. Boah. Gut. Probier mal. Guten Appetit. Danke. Auf jeden Fall ist das Fleisch schon mal immer. Oh. Das Brot ist ein sehr wichtiger Teil des Döners. Ich bin zurück im Döner-Game. Geht's schon. Ja, wir fahren jetzt noch zum Studio, ne? Wo du dein genau, wo wir fahren jetzt wo zum du Studio. Dein Musik aufnimmst. Und du fährst jetzt natürlich. Ich fahre auch schon wieder. Oh. Den Urus-Mensch. Oh. Ja, das ist Berlin, ne? Ja. Stromausfall. Hier werden die Hits gemacht. Kann sich kaum vorstellen, dass es dann so eine Treppe gibt, aber ich lieb's. Und dass das Studio jetzt ganz oben ist, ist eigentlich auch ungewöhnlich, oder? Na klar, da oben. Wahrscheinlich werben die auch mit dem Spruch, wir bringen dich ganz nach oben. Für mich ist Katastrophe, ich kann nicht mehr. Hier aufnehmen will, muss man ja topfit sein. Oh. Ich kann nicht mehr. Hey. Hey. Krass, wie schön. Also wenn es jetzt um irgendwelche Platten geht, die hier entstanden sind, könnte er, glaube ich, das ganze Ding hier füllen. Ne? Also ja, die Wände haben ja gar keinen Platz dafür. Ja, hier ist so das große Studio. Das ist so das Hauptstudio, das ist der Hammer. Hier sind noch kleine, hier ist ein kleines und da drüben. Und man kann sich das auch so, also man mietet sich dann entweder den großen Raum, den kleinen Raum. Ich habe immer den großen genommen. Aha, klar. Genau. Warum den kleinen nehmen, wenn man den großen nehmen? Ja, also ganz ehrlich, da stehen ja keine Hits da drin. Das geht ja nicht. Kreativität braucht Raum. Genau. Hereinspaziert. Das ist aber genau, ich liebe das hier, das ist so schön. So, hier chillt man dann. Ich meine, ich sag ehrlich, die meiste Zeit, was man im Studio macht, ist entweder trinken oder reden. Okay. Und dann 10% davon macht man Musik. Mhm. Und das ist halt auch das Coole am Studio. Ich liebe das. Ins Studio zu gehen ist auch ein anderer Vibe. Ich habe ja auch das Home-Studio bei mir. Die Ecke da hinter mir war ja auch Home-Studio. Aber hier ist besser. So, dann sitzt immer ein Produzent, zwei Produzenten. Manchmal auch noch Writer, Künstler, Manager. Und dann chillt man hier und da drinnen, hier in dem Raum. Ich zeig das mal. Hier ist noch die Booth. Also da sind dann so, da wird dann sozusagen eingesungen. Hier wird der Hit gemacht, hier machst du deinen ersten Rap-Song. Hier wird der Hit gemacht. So, und hier ist dann die Booth. Ich, wie ich immer aufnehme, original, so, dann mache ich mir das runter, mache mir die Kopfhörer drauf. Ja, Moment. Ja, mach es mal bitte. Man erkennt dann auch immer, ob hier eine Dame vorher gesungen hat. Wenn ich hier einrappe, wissen alle, Katja war da, weil hier ist Make-up und Lipgloss. Wirklich? Immer. Ich rappe und rappe, dann komme ich dann dran. Alle so, ey, Katja, warst du gestern da? Ja. Okay. War ich. So einen Text aber warum, ab, aber warum rappst du im Sitzen? Ich finde es einfach bequemer. Ja? Ich bin einfach bequem. Die Stimme kommt mehr zum Vorschein. Das ist auch sehr praktisch. Ja, es ist bequemer, es macht mehr Spaß. Und dann hört man hier auch dann immer die Produzenten, die hört man von da drüben. Ja, deine Songparts, wie oft musst du die einrappen? Es kommt immer auf den Song an. Manche sind schwieriger. Manchmal denkt man, oh, den werde ich übelst einfach machen. Dann brauchst du dann schon ein bisschen länger. Aber wie lange brauche ich denn für einen Song? Ich denke mal maximal eine Stunde so. Eine Stunde, bis ich fertig bin, sollte schon eigentlich so sein. Okay. Hast du erst einen Text und dann kommt jemand und überlegt sich den Beat dazu? Oder nee. Ist es, also es gibt ist meistens erst der Beat. Also bei uns im Rap ist es eigentlich üblich, erst der Beat und danach macht man den Text drauf. Also dann wird erst drauf gemumbelt, also so blablabla, damit man halt eine Melodie findet und dann wird der Text eingefügt und dann schreibt man da drauf. Okay. Ja. Und dann wird eingerappt. Ja. Und hat man dann relativ, oder hast du relativ schnell ein Gefühl so dafür, boah, das wird ein Hit oder... Null. Gar nicht. Zum Beispiel mein Song OnlyFans, der war sehr erfolgreich, der ist sehr gut abgegangen. Und da war ich auch so, ich weiß nicht, ob ich den cool finde. Dreh und so, der hat den ganze Zeit gehört, der meinte, ey, der ist übelst krass. Und dann haben wir den dann doch rausgebracht. Meine Fans wollten unbedingt, dass es eine Single wird. Das bedeutet halt mit Musikvideo. Haben wir dann gemacht, dann war es auch erfolgreich. Also Trilon hat da meistens eher das Gespür als ich. Ja. Aber ich glaube, und das ist ganz egal, welchen Bereich der Unterhaltung man ist,
dass Menschen immer merken, ob da eine Leidenschaft drin steckt. Ja, und so, ne? Also dass du, man muss sich ja viele Gedanken darüber machen, so was man macht, aber Menschen spüren das. Ich glaube, also ich sage auch immer, wenn wir was Cooles im Studio machen und wenn wir Spaß haben im Studio, dann spüren das auch die Leute zu Hause. Voll. Die merken auch, ob es authentisch ist oder nicht. Ja. Wie ist das, wenn du heute die so Songs aus dem ersten Album hörst, wie fühlt sich das für dich an? Voll stolz. Ja, immer noch. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, da konnte ich noch gar nichts. Ich denke dann immer, oh, die waren bestimmt voll cringe, dann mache ich das wieder an und denke mir, oh, voll cool. Mama, guck, ich bin Star, alles dreht sich wie im Casino, Sonnenbrille auf, ich sehe rosa-rot, Highway Run Richtung Malibu, fahr so lang, bis mich der Morgen einholt. Richtig cool, weil das war so richtig mein Film. Ich war ja da noch so ein bisschen, noch irgendwie so frecher, bisschen bitchiger und keine Ahnung, noch mehr Katja. Es war so einfach so frisch und neu und ich lieb's so sehr. Ja, hier hat's angefangen und hier geht's weiter. Ja, hier wird's wieder weitergehen. Fürs nächste Album auf jeden Fall. Kooperation. Ist teuer hier, ne? Es ist wirklich teuer. Ja? Der macht Geld ohne Ende. Dann hast du noch Produzenten, die Geld nehmen. Dann hast du noch vielleicht meistens auch Songwriter dabei. So, dann zahlst du denen das Essen, dann lädst du alle ein. Du bist ja nicht nur einen Tag hier, du bist ja dann Monate. Du bist Monate hier, jeden Tag das Gleiche. So. Das ist krank. Ja, es war nicht nur ein spannender Tag, wir haben ja zwei Tage, fast zwei Tage miteinander verbracht. Also ich fand es super interessant, habe ganz viel über dein Business erfahren, was du so machst. Und hat super viel Spaß gemacht auch. Wer das jetzt noch intensiver verfolgen, was da so kommt. Ja. Also Leute, ich glaube und hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und es war interessant. Ein Tag mit Katja. Ja, abonniert den Kanal, wir haben ja noch ein paar Sachen hier vor und wird ja immer wieder neue Videos geben. Ja, gibt auch coole Videos. Er hat mit gefühlt jedem schon Videos gemacht. Checkt alles ab. Zum Glück noch nicht. Ja, denn, da kommen noch viele. Ja, da kommen noch viele. Ne? Es gibt ja immer wieder auch neue Bereiche, das ist ja das Gute. Voll und immer neue Leute auch. Ja. Ja, also, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, mit wem ich vielleicht demnächst mal noch ein Video machen sollte. Ansonsten, kann ich nur sagen, kann ich ja in dem Fall jetzt sagen, frohe Weihnachten, weil morgen ist ja Heiligabend. Yes. Und dann gehabt euch wohl, bleibt gesund und für dich natürlich auch alles Gute. Ebenso, ja, vielen Dank. Ciao, macht's gut.